Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und es geht weiter mit Anno 1800. Hey, Gitz ist immer noch dabei, hallo. Servus, ja, ich bin auch noch da. Ja, wir haben gerade 10 Stunden gestreamt und wenn es auf YouTube hochgeladen wird, dann sind das 10 Stunden. 68 GB die Datei übrigens. 68 GB. Nee, du kannst es nicht auf YouTube klippen, das geht nicht, aber das Angebot, der Stream ist jetzt gespeichert bei Twitch direkt, weiß nicht, ob er direkt freigeschaltet wird, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ganze Video ist 30 Tage auch noch bei Twitch zu sehen. Und danach wird es auch von Twitch gelöscht, weil so viel Kapazität für alle Streamer haben die nicht. Und dann kannst du es da immer noch nachklippen. Also du kannst dann das Video anklicken, kannst dann bis ans Ende, ne, und kannst dann nachklippen. So, was war das? Oh, du bist im Chat beigetreten, gut. Wieder alles hier ausmachen, sonst haben wir uns doppelt. So, ja, machen wir weiter, oder? Auf geht's, das kaputt? Die Trends warten, ich muss Trends angucken. Der wunderbare Gesang wird noch geklippt. Welcher wunderbare Gesang? Okay, ich habe nicht gesungen, ich kann nicht singen. Okay, weiter geht's. Du hast gesungen, Sternenhimmel. Hier, jetzt kannst du Hang-ins klippen. Nee, das lohnt sich nicht. Ich habe nicht so eine gute Soundqualität. Ja. Das sah wirklich so aus. So, und wir haben ja mittlerweile, haben wir es geschafft. Ich weiß, es ist jetzt quasi ein neuer Stream, aber wir haben ja hier jetzt um 0 Uhr wieder angefangen, neu. Wir haben ja vorhin einen Cut gemacht, weil wir Angst hatten, das Video kann man nicht auf YouTube hochladen. Wir haben den 14. Dezember jetzt. Und da kann ich ein neues Türchen aufmachen von meinem Kalender hier. Ich habe mir selbst keinen gekauft. Ist ein Werbegeschenk gewesen von einem Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben, an der Firma. Und es ist ein Stern. Kann man das sehen? Der passt zum Sternenhimmel, ne? Ja. Ja, das Türchen hat's gewusst. Wir sind spät abends so unterhaltsam. Also, wir haben hier den ganzen Tag schon Spaß, bis auf die kurze Zopfphase. Aber ja, es gibt überall mal ein bisschen. Ja, haben wir hier Spaß. Ich mein, wir haben davor. Oh. Also. Okay. Oh. Mr. Higgins wurde getrennt. Ja. Beenden. Da ist der Sternenhimmel. Nein, das ist einfach nur Schnee. Das ist einfach nur Schnee. Best of Sternenhimmel geklippe, hä? Zusammengeklippt. Okay, also ich lade dich nochmal ein. Ja. Nicht, dass ein Safe Game jetzt am Sack ist, das wäre scheiße. Boah, das wäre richtig pervers, eigentlich. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Hast du Bock? Nee, soweit ich weiß, kannst du dann, wenn. Könntest du eventuell noch ein Safe-Game davor auch nochmal auswählen? Du meinst so ein Autosave-Ding oder so? Ja, so ein Autosave-Ding. Das wäre noch eine Idee, ne? Also, bevor ich das nochmal neu anfange, würde ich es lieber nochmal testen. Nein. Ja, ist schon klar, ich hab dich eingeladen, ne? Ansonsten müssen wir jetzt nochmal einen 10-Stunden-Stream reinhängen. Ich mach mir mal eben einen Tee. Guter grüner Tee. Ach nee, geht. Gut. Okay, klappe die zweite. Denk noch Strom stumm schalten und so? Achso. Irgendwas ist aber auch gerade verbuggt, also du wirst mir nicht mehr das Logo angezeigt, das Bild und so. Das wurde ich bei dir schon voll oft nicht. Ah. Okay. Dann, wenn das nicht klappt, dann starte ich das Steam einfach nochmal neu. Du meinst Uplay. Aber ich bin guter Dinge. Uplay, ja, sorry. Und die ganzen anderen Spieleanbieter. Battle.net. Habe ich alles aus. Epic Launcher. GOG. Und wie sie alle heißen. Also ich hab glaube ich alle installiert, die es gibt. Einschließlich den von Rockstar. Wegen Red Dead Bug Redemption. Red Dead Bug Redemption? Es ist so schlecht. Ich hatte echt Bock auf das Spiel und habe mich auch durchgeruckelt und durchgebuggt. Irgendwann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, ich spiel's nicht mehr. Erst wenn neue Patches rausgekommen sind. Und jetzt bin ich irgendwie so im Trott, wo ich sage, oh, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Weil mich die Bugs so genervt haben und das so oft abgeschmiert ist und als null optimiert ist für PC. Und einfach ein so schlechter Port ist von Rockstar. Also das ist peinlich einfach. Peinlich. Ich habe echt gedacht, oh, sie haben ja, ich weiß gar nicht, damals großes Desaster bei hier dem vierten Teil von GTA. So, Spiel ist da. Du auch? Ja, ich bewege mich gerade nur kurzzeitig nicht, falls er noch irgendwas puffern will oder irgendwas. Okay. So. Ich habe mich bewegt, ich bin noch da. Okay, gut. Das Sägewerk produziert nicht, warum nicht? Weil es immer an Holz fehlt. Bei der Mattdommer. Also, hier, die Polarwacht ist im Einsatz. Schwere arktische Grippe.
Was ist eine arktische Grippe? Naja. Okay, husten. Ich kann nicht husten. Keine Beine mehr, weil eingefroren und so. Tja, lieber Arm dran als Arm ab, ne? Das ist ganz wichtig. Okay. Also, schwere arktisch. Was ist denn diese Polarwacht? Wie sieht das denn? Ach so. Ah ja, sehr schön. Also, ich hätte eigentlich so einen Bernardiner geiler gefunden mit so einem Schlittenhund, weißt du? Und, stimmt. Oh, das wäre echt cool, ja. Warum sich jetzt hier für Pferde entschieden haben? Vielleicht war es im 18. Jahrhundert noch nicht so weit. Das weiß ich natürlich nicht. Und wir können hier upgraden, ne? Es gibt den Einwohneraufstiegsbutton. Also ihr kriegt jetzt erstmal Schlafsäcke, ja, ob ihr wollt oder nicht, mit einer Gänsefarm und einer Robbenfängerei. Ach, lass mich raten, fehlende Fruchtbarkeit. Ja, dafür habe ich dir extra schon die Dings geholt und ein Clipper steht bereit. Was ein Service hier, oder? Was ein Service. Kannst du morgen nachklippen lassen, deine Brot, aber... Naja, ich sag dazu nichts mehr. So. Ich habe die Sterne noch nie so... Lass mich raten, aber ich müsste doch mit den Leuten hier arbeiten können, die es hier gibt, oder? Oder muss ich jetzt auch eine kleine Inselbevölkerung hochziehen? Offensichtlich, ja. Ja, oder du brauchst einen Besucher, Kai. Nein. Okay, warte mal, Schnaps, man kann hier Schnaps produzieren. Geht. Echt? Ja, es wird mir hier angezeigt. Schnapsproduktionskette. Ist jetzt langsam aufgeploppt von der Entdeckern. Keine Ahnung, was wir da verschnapsulieren. Sucht euch aus, aber ja, geht. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wo, keine Ahnung was. Vielleicht Schnaps aus Bärenfell. Oder aus Rentierhorn. Das ist aber dann sehr haariger Schnaps. Okay, ich habe folgendes Problem. Aus Waltran oder so? Das könnt ihr, also aus irgendwas vom Wal könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Malöl. Aber da ist wieder das Handyboot gefragt mit seinem unwahrscheinlichen, grandiosen Wissen über allem. Aus was kann man Schnaps noch alles herstellen, außer aus Kartoffeln? Also, und was noch in der Arktis irgendwie ansässig ist? Vielleicht geriebene Robben, Zehennägel, ich hab keine Ahnung. Geriebene Robben, Zehennägel. Und die dann aufgekocht. Okay, wir brauchen hier Holz. Ja, ist zu wenig Holz. Kostet eigentlich alles nur Holz hier in der Arktis, ne? Die Stadt heißt einfach Fort Frost. Wo? Ist cool. Hast du so genannt, oder? Was? Viele Besucher verkürzen den Aufenthalt? Ach so, ja, weil, ja. Hast du sie so genannt, oder hat das Spiel so gemacht? Nee, es hieß so. Okay. Auf Ihren Befehl. Und das obere heißt... Valilla Glacier. Waltran oder so, sagt er. Ja, ne? Also nicht Waltraut... Die nicht, die wollen wir nicht so Schnaps machen. Es ist der Wal dran. Wir müssen, glaube ich, ins Bett. Wal dran, Himmel. Wir müssen ins Bett, wir sind zu durch. Ach was? Es gibt so diesen Moment, wo du dann über alles lachst, ja? Wir hatten mal einen legendären Videoabend. Videoabend, ihr hört schon, wie lange es her ist, ne? Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, welchen Quatschfilm wir noch geguckt haben. Und irgendwann hat ein Mädel so angefangen zu lachen, weiß gar nicht, wie sie hieß. Kriegt den Namen nicht mehr, egal. Rebecca oder Julia oder Daniel, ich weiß. Auf jeden Fall, die hat dann so gelacht und dann hast du die einfach angeguckt, 10 Sekunden lang in die Augen und hast ganz ernst Baum gesagt. Und dann war's rum. Und dann hat sie sich nicht mehr gekriegt. Also sie hatte diese Phase erreicht, wo nichts mehr ging. Baum. Und zack. Haifisch. Was sollen wir tun, Fisch? Oh, wir haben die Walfisch. Ja. Ein neuer Auftrag? Es war schon wieder zu lange her für einen Flachwitz von Lasagneboot. Ja. Wir haben das Zepter hier schon selbst an uns gerissen und dann war es natürlich rum. Ja. Okay, also, dann war es natürlich, ach, vergiss es. So, wir bauen jetzt das Lagerhaus. Nein, wir bauen die Kantine, weil wir es können. Ich hoffe, du hast ein bisschen Holz mitgenommen, rüber. Ja, hab ich gerade. Sie ist alt. Was, mein Kind? Oh, das Treibgut ist direkt vor unserer Bude. Da treibt's gut. Da treibt sich's rum.
So, jetzt haben wir den Holzofen. Brauchen wir natürlich, aber wir müssen ein paar Leute bauen. Was gibt's hier? Auch Gold? Ja, auch Gold. Okay. So, dann müssen wir ein paar Leute ansiedeln. Entdeckerbesiedlung. Ich mache erstmal nur so vier hin. Ich weiß, ihr habt kalt. Wir sollen tatsächlich dieses Treibgut von unterhalb unserer Hauptinsel zu unserem Hauptkontor bringen. Ja, so dann, ja, ist gut. Von einmal von unten nach oben geschippert. So, Aufträge können wir noch ein paar gebrauchen, ne? Klar, als her damit. Okay, also Köhlerei. Die Phase, über der man alles lacht, ist meine Phase, okay? Kommst du dann immer raus? Ach komm, da ist doch Wärme, oder? Ja, du bist doch hier dran. Okay, also, und wir tun hier wirklich bloß Robben fangen. Ich mag Robben, ich würde echt neben die Robben fangen, aber hier in dem Spiel ist es nun mal so. So, wenn hier ein paar Leute einziehen, das sollte eigentlich genügen. Und dann machen wir eine ganz billige Handelskette. Was? Handelsrute, meine ich. Ich nehme nochmal ein bisschen Holz mit für darüber. Kommt, hier nochmal her. 29 Tonnen. Weil das sollte dann auch erstmal reichen. Was denn mit den Luftschiffen eigentlich? Später brauchen wir doch Luftschiffe. Ja, die kriegst du später auch. Okay. Ich habe hier das DLC gekauft. Ich habe das Luftschiff gesehen. Ich habe bezahlt. Ich will es sehen. Ich krieg auch Büffel für 62.000. Büffel? Ein Moschus-Ochse. Der muss eigentlich auf unser Moschus. Moschus. Nee, du meinst auf dieses Schiff, was wir haben, ne? Das Schiff, ja. Das heißt aber irgendwie anders. Okay, warte mal. Handelsroute. Spielstand gespeichert. Okay, da haben wir. Also es gibt hier doch einen, wo wir handeln können, so einen privaten, ne? Ja. Okay. Der private Händler. Ja, also. Naja, computergesteuerte Händler auf jeden Fall. Gut. Dann machen wir eine neue Route einrichten. Wie heißt denn das Schiff hier? Die Beagle 2. Nein. 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 Nope. Lasagnebrot, such dir einen lustigen Namen raus. Ach, wir nennen es Lasagnebrot. Fertig. Haben wir es doch direkt. Wir nennen das Schiff Lasagnebrot. Die Beagle 2. Schon seit annehmen. Stunden. So, du bist jetzt Teil einer Handelsroute, die es nicht gibt. Aber groß geschrieben natürlich. Lasagnebrot. Mit Brot. Das ist die legendäre Lasagnebrot, der Clipper, der in der Kälte fährt. Der Clipper? Ja, so ein Clipper. Ja. Und was macht Lasagnebrot immer? Er klippt. So, also wir haben eine neue Route, die hat noch keinen Namen. Die heißt jetzt einfach Robin. So, billig. Und du nimmst hier. Will meine Ex mich wieder zurück? Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Wäre auch was zum Klippen, by the way. Ach, egal. Ach, Lasagnebrot. Du wirst das Schiff schon schaukeln. So, du lädst ein. Wo sind denn die Robben hier? Es ist, glaube ich, Robbenfleisch. Oder ist es? Hier ist es Robben. Was ist denn? Sind die Robbenfälle? Ja, werden wir. Hast du brav erkannt. Ups. Annehmen. So. Die auf dem Schiff haben wir warm genug, oder wie? Sieht's aus. Sieht so aus. So, Gänsefedern. Gucken wir mal hier oben vielleicht, ha? Schiff unter Beschuss. Wo denn?
Hm? Unser... Alles gut, das wird jetzt versenkt, das wird rein. Es ist irgendwie so ein totales Tapetenwechsel, wenn du in der Arktis bist und wechselst dann woanders hin. Na? Du wirst das Schiff schon baugeln. Also, du musst einfach gucken lassen an ihr Boot, ja? Mach dir einfach mal so ein paar oder guck einfach alles nach und klipp dann mal durch, ne? Aha, verstehe. Braucht doch mehr Platz, als dass ich entbehren möchte. Enteisbären? Ach, jetzt, nee. Jetzt ist, dass du es auch immer übertreiben musst, ja? Die Musik, die hier gerade so ein bisschen läuft, war auch so ein bisschen Michael Jackson-mäßig Heal the World, gerade so der Anfang. Haben die immer noch die Eis... Die, oh Gott, jetzt brennt's. Aber ich find's cool, dass das hier dass es so universal ist, ne? Der Polarwächter, der kümmert sich um Feuer, wenn sie Husten haben. So, der Doc für alles, ja? Ist ganz cool. So, ich will immer noch die Gänsefedern. Ja, hier, oder? Da geht doch die Gans ab. Aber ist die Frage, ob wir das hier so hinkriegen? Gott, nee, das Feuer, das brennt ja immer weiter. Wo? Ja, wo wohl? Alles weiter, alles drauf. Ich kann es halt nicht ändern. Was machen die denn da? Die kippen da Wasser drauf. Das ist doch unrealistisch. Das gefriert doch eigentlich, oder? Ja. Wie viel Grad haben wir draußen? Weniger wie drin. Außentemperatur minus 30 Grad. Ach, wir müssen hier Felder setzen auch noch. Das ist ja cool. Für was? Ach, für die Gänse? Ja. Wie viel? 5 Stück? Mhm. Ich dachte, das wäre auch so ein Radius, wie so Tiergehege oder so. Okay. Ja, das ist so ein bisschen Heal the World, jetzt so, dass der Michael Jackson anfängt. There's a place in your heart und so, ne? So, ihr fängt das an. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nur musikaffin. Okay, Gänse. Jetzt kommt die Schlafsackfabrik. Eine ganze Fabrik. Oh Gott. Okay, wir brauchen mehrere Gänsefarmen natürlich. Die Schlafsackfabrik braucht 1 Minute, die Gänsefarm 2. Und Robben haben wir genug, also Robben 30 Sekunden, wer sich immer diese Zeit ausgedacht hat. Ja. Die lassen sich schnell totprügeln. Schon wieder? Es brennt doch noch. Wie könnt ihr jetzt da oben schon wieder frieren, wenn es da unten brennt? Ja, bau doch einfach noch eine Polarwacht. Werde ich müssen. Zack, fertig. Was, wo? Nein, nicht dahin. Ja, verschieb sie. Er ist halt noch weiter weg. Es geht nicht um sie weiter weg, es geht darum, dass sonst der Holzverleger keinen Platz mehr hat. Ach so, ups, das habe ich nicht bedacht, ja. Das ist eigentlich alles. Die Zeitung. Oh, auf die Minute. Lass mich raten, du willst lektuieren für Kohle. Natürlich. Na dann lektuiere. Moment. Lars nennen oder Knut. Ich habe noch keinen Eisbär gesehen zumindest, ne? War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Okay, also 2 Minuten. Die Robben kriegen wir, wie gesagt, geliefert. Und jetzt kommen wir hier in die Schlafsackfabrik. Und jetzt geht's ab. Filz, wir sollen Filz liefern. Wo kriegen wir denn Filz her? Wir können mal ein paar Einwohner und ein paar Läuse klauen und das hernehmen. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich denke auch nicht. Wie kriegen wir denn Filz her? Habe ich noch nie gehabt. Bisher. Kann ich dir nicht genau sagen. Ich schätze mal, das wird die nächste Stufe von den Einwohnern sein. Hm, okay. Ach so, Filzbesohlung. Verstehe, das ist dann... Das ist auch eine Passage. Okay.
Alles klar. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, in der Arktis halt. Das ist ja nicht mehr nah genug dran? Na, nicht mehr wirklich. Das Handy jetzt beim Klippen aufgehangen. Nee, da mach's morgen am PC. Was ein Typ, ey. Er hat sich tatsächlich die zweite Insel gekrallt. Onkel hatte welche zweite Insel? Ich hätte mich nicht melden sollen. Die letzte Insel, die hier noch Fälle und sowas hatte, also. Ne, hier ist noch eine, noch eine ganz kleine. Ach du Scheiße. Ein da fährt der nächste hin, alles klar. Errichtet. Wo denn? In der Eiswelt oder was? Naja, es waren noch zwei kleine Inseln da. Von diesen anderen. Aber hier, die Grippewelle geht bei dir aber auch gut rum hier. Ich muss nochmal eine neue Kantine bauen, das ist zu weit weg. Die ist noch nicht ganz, ich wollte mich eigentlich mal nach links ausbreiten sollen. Das war alles so, ich habe mit der Köhlerei, habe ich mich ein bisschen verkauft. Ja, und dann? Mach den Holzfäller zu einer Köhlerei und zieh den Holzfäller woanders hin. Das ginge, ja. Oder beide Holzfäller irgendwo hin. Ne? Ja, also diese Stadt hier war einfach scheiße geplant. Es war einfach so, oh cool, Arktis, ich baue mal. So, das war's. Mindestens zwei Polarwachten. Na okay, die kriegen das jetzt geregelt. Die Epidemie wurde besiegt. Kriegst du schon Raupenfälle rüber? Ja, gell? Ja, ja. Das läuft schon. Ach, der Holzfäller braucht ja auch Wärme. Scheiße. Spielstand gespeichert. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So. Lass mich gucken, dass das von der Wärme hier reicht. Ja, reicht. Gut. So, dann reiße ich das nämlich hier alles ab. Schiff unter Beschuss. Dann können wir nämlich da noch Siedler hinbauen. Das Wang ist egal. Aber da ist näher, komm, dreh dich. Hörst du mich noch? Bist du ruhig? Ja, ich höre dich. Okay, geil. Der hat mich wieder gemutet, hab aus Versehen. Immerhin ist es im Lager warm. Oh, jetzt ist aber behaglich. Ja klar, wegen dem Schlafsack, wie du gesagt hast, ne? Okay, wir brauchen 500 für den Schnaps und die Öllampen. Keine Wärme mehr. Hm.
Das ist echt, echt eine Herausforderung mit der Wärme hier. Nicht genug Holz. Also wir haben dir eine sehr billige Aufgabe gegeben, aber da kannst du auch nicht viel falsch machen, Lasagne Brot. Und zwar, beziehungsweise deinem Schiff haben wir die Aufgabe gegeben. Das fährt quasi immer nur zwischen diesen zwei kleinen Inseln hier hin und her. Dieser Insel hier. Kugeln werden sie nicht retten. Und der hier. Und holt quasi von hier drüben die Robbenfälle und lege sie hier unten ab, dass die hier Schlafsäcke draus machen. Das könnte ich noch Schlafsäcke nach oben fahren, aber das soll lecker jetzt. So, wir müssen einfach nur gucken, dass wir die 500 Einwohner knacken. Du bist ein Lasagne-Boot, genau, aber benenn dich nicht um. Was steht denn da? Einen Augenblick haben. Ach so, das ist die, die will den Filz haben. Hm. Ja, wenn ich wüsste wie. Dann würde ich ihn dir geben. Die Holzfäller laufen noch nicht gescheit an. Doch, jetzt. Alles klar, das Angebot. Schön, dass du dabei warst. Dir einen schönen Abend noch. Schlaf gut. Jo, mach's gut. Tschö. Und bis die Tage. Ich sag mal, morgen gibt's keinen Anno-Stream. Sag ja, Higgins. Bitte sag ja. Was? Sagte, ja. Morgen gibt's keinen Anno-Stream. Sag ja. Nee, ich denke nicht, nee. Gut. Also von mir aus nicht so. Gut. Nee, also ich vielleicht brauche ich nochmal. Das Problem ist halt, ja, ich habe halt aktuell noch ein bisschen Luft, wie gesagt, bis Ende des Jahres Urlaub. Das ist alles cool, so wie es ist, aber man hat ja auch noch andere Dinge zu tun, ne? Habe ich jetzt die 500 Einwohner hier geschafft? Gespeichert. Es geht nur eine halbe Stunde, ich weiß nicht, ob es schon wieder geht, Lasagne Wurt. Und da war es ein Leerzeichen gehabt, zwischen dem Ausrufezeichen. Die Ernte wird eingefahren. Oh oh. Wir sind tot. Die Menschen lassen sie hoch. Wir sind einfach tot. Wieso sind wir im Krieg? Die hat uns gerade Krieg erklärt. Aber warum? Weil sie es kann. Keine Kompromisse. Du blöde alte Oma. Wenn sie fertig sind, gehen sie sich den Mund auswaschen. Beängstigend. Na super, okay. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir sind jetzt einfach tot. Ja, was machen wir jetzt? Warten, bis sie kommt, oder? Versuchen, Frieden zu schließen. Warum haben wir so wenige Arbeiter auf einmal? Weil ich gerade Schiffe baue. Ja, hä? Was hat das mit den Arbeitern zu tun? Naja, die werden jetzt benötigt. Achso, du hast ja aus dem Ruhestand geholt, das Ding, oder was? Quasi. Fuck it, wir sind so tot. Warum hat die denn auf einmal auch null? Tja, die hat urplötzlich hat die das gemacht, von einer Sekunde auf die andere. Ich habe eine blöde Idee. Hm? Den Wellenbrecher, brauchst du den? Nee. Die würden der Arktis noch nichts haben. Du verstehst? Wie meinst du das? Schick ihn in die Arktis.
Und was willst du da machen? Ihre Sachen kaputt. Ach so. Was werde ich da machen wollen? Du willst da hier. Ui. So. Drei Schiffe sind im Bau jetzt. Alles klar. Das wird wahrscheinlich unseren Arsch nicht retten. Ja, wir haben nicht jeden Hafen. Wir müssen versuchen, befestigt. Ihre Handelsrouten platt zu machen am besten. Generell ihre Routen. Haben wir hier noch Schiffe hier? Wir haben hier genügend Schiffe. Bist du dir sicher? Du, oh. Sie hat hier kein Militär. So gut wie nichts an Schiffen. Hier ist ein Linienschiff. Okay, da ist noch eins. Da ist ein Clipper. Da fährt ein Frachtschiff. Haben wir noch ein Schiff, was gerade nichts tut, rum irgendwo? Ja, hier unten. Da haben wir einen gekauft, einen Matrose. Bewegung. Ist hier noch was zum Kaufen gerade, wenn wir eh schon hier sind? Soll ich die Fregatte zu unserer Hauptinsel schicken erstmal? Problem ist halt, die muss dann zur... Na egal, die muss durch... Der hat Mitwind, die kommt schon weg. Die Fregatte irgendwie. Ich würde gern unten noch Kanonen bauen. Wir müssen unseren Hafen besser verteidigen. Wir haben bisher nur große Geschütze gebaut, wir brauchen auch kleine, wenn es ein Nahkampf kommt. Weißt du? Nee, Bearbeiter ist das. So, ich baue mal nebendran jeweils ein kleines Geschütz. So, und jetzt können wir auch hier unten befestigen. Schiff unter Beschuss. Pff, ja. Ah, okay, den hast du zurückgezogen. Ja, richtig gut. Mhm. Sehr gut. Ja, wir müssen ihre Handelsdinger da jetzt platt machen, das ist richtig. Da brauchen wir aber 3-4 Linienschiffe. Deswegen, wir produzieren ja gerade 3. Hier stehen. Aber wir haben fast keinen Einfluss mehr. Ja. Ja, ist nicht so schlimm. Was haben wir denn hier? Flaggschiff. Gespeichert. Hier, da. Schiff unter Beschuss. Alter, die Dinger haben eine Range, ey. Ja, wir müssen da ihre Hauptzivilisation killen. Hier ist eine Quest. Darf. Jeden Tag eine gute Tat? Wollen sie uns das Leben noch mehr versüßen? Und alles mit dem Siegel der Königin. Wo ist unser, wo ist unser Rover? Ah, das ist schon ein zurückgeschickt. Wie eine dreibeinige Ziege. Okay. Unser was? Okay, warte mal. Flaggschiff meinst du? Genau. Das hat was dabei, dass die Brandbombe. Das tue ich mal aufs andere Schiff transferieren. Wir brauchen jetzt alles, was feuert. Und dann machen wir die da platt mit ihrer Handelsroute hier. Alles, was Richtung neue und alte Welt geht. Einfach nur die Schiffe platt machen. Mhm. So, aber ich brauche... Ist der andere jetzt langsam da? Ja. Okay, ich nehme mal eine Ladung Kanonen mit und... Okay, was haben wir in der... Was haben wir noch in Capture Raleigh, was wir brauchen zur Verteidigung? Und was haben wir noch in der neuen Welt? Oh, Capture Raleigh, da haben wir unsere Haupt-Einnahmequelle momentan, gell? 3000 sind das. Naja, was heißt 3000? Wir waren aktuell 10, also aber ja. Ja, trotzdem, da würde ich gerne noch ein paar Kanönchen hinbauen, wenn es geht. Wir haben da noch ein... Da steht noch ein Linienschiff. Das würde ich ja gerne behalten erstmal. Haben wir einen Clipper, den wir rüberschicken können? Ich würde auch gerne mehr Kanonen aufbauen in der alten Welt. In der neuen Welt. Kannst du dich darum kümmern? Bitte? Dann, Kanonen in der neuen Welt. Ja, weil da habe ich doch ein Stack runtergeschickt. 50, oder? Ja, Moment. Wo sind die Kanonen? Da. Kleine Kanonen?
Groß und klein. Also eine große, ja, eine. Wir haben schon zwei große stehen, bei beiden Häfen schon zwei große. Dann setzt jeweils zwei kleine nebendran und wir werden auch auf eine große erweitern. Wir werden wahrscheinlich nochmal welche runterschicken. Kanonen. Weil die werden nicht reichen. Doch, doch. Nee. Ich möchte, dass du 2, 4, 6, 8 Geschütze baust. Die kosten jeweils 10. Ja, 4 auf jeder Insel. Ja, jein. Ich hätte gern 3. 3 lang und 3 kurz auf jeder Insel. Achso. Schiff unter Beschuss. Was bist du für eins? Mehr als bereit. Unterwegs in eine andere Region. Ja, aber dann fahr doch nicht an ihrem Geschütz vorbei, du kaputtes Schiff. Kann ich das umlenken? Ja, kann ich manuell umlenken. Sind unterwegs. Schiff unter Beschuss. Wessen Schiff war das, was wir da versenkt haben? Wir haben keins versenkt, oder? Doch, in der neuen Welt. Eine respektable Streitmacht aufgestellt. Nach Capture Valley, bitte. Nee, in die Arktis jetzt. Die fährt dann wieder an einem Geschütz vorbei, oder? Ja, natürlich. Okay, ich muss sie manuell lenken. Segel setzen. Wer fährt an Geschützen vorbei? Unser Schiff. Und wenn wir Pech haben, fährt es in pressenden Linienschiff rein von denen. Der hat nämlich ein Linienschiff zur Patrouille, wo er mit der Insel ganz da oben hinfährt. Igne Natura, Renovatur Integra. Das Knorren jeder. Unser Einfluss geht flöten. Das ist scheiße. Steine. Ich brauche hier keine Kanonen mehr unten. Nicht? Okay. Ich habe jetzt drei kleine unten und drei große. Sehr gut. Der braucht Fenster. Der Junge braucht nochmal Stahl, nochmal Fenster, mache ich gleich. Und auf der anderen Seite. Ich mal gucken, wie viele Kanonen ich da noch habe. Konkurrenten wird belagert. Auf die alte Dame ist Verlass. 30. Dürfte passen. So, und hier habe ich zwei Leute dabei, die müssen wir definitiv aber auf ein anderes Schiff packen. Spielstand gespeichert. Geschwindigkeit und Schadensverlangsamung, aber. Hier plus 10% Schaden pro Schuss. Das ist nichts, was auf eine Fregatte zu suchen hat. Also auch ganz nett. Aber werden wir definitiv auf was anderes packen. Habe ich nur unten noch schnell eingekauft. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Achtung, Admiral anwesend. Das ist ein Clipper. Ah, das ist ein Clipper vom anderen. Okay, so, jetzt bist du weit genug weg, richtig? Oh fuck, aber gegen die Dampfschiffe kommen wir nicht an, ne? Ich befeuere gerade eins. Die kratzen wir nicht mal mehr an, ne? Das ist jetzt nur ein Transportschiff gewesen. So, jetzt schicke ich es in die Arktis. Naja, ein bisschen Schaden hat schon genommen, aber. So, wie kriegen wir Einfluss? Bürger. Und wenn die Propaganda durch ist. In der Scheune wird bis zum Morgengrauen getanzt. Okay, muss mal gucken, ob wir nicht noch irgendwo ein paar Bürger aus dem Hut zaubern können. Ja, wir dürfen jetzt aber auch nicht unsere Wirtschaft platt machen, gell? Nee, übertreiben will ich es nicht. Los. Und der hat noch Steine gehabt. Okay, die haben wir gleich verbaut. Moment.
Was fehlt denn? Stahl! Verdammt! Ein Schiff erster Klasse. Pff, vielleicht kann ich keinen Stein ins Wasser werfen, aber ich muss. Hm. Nee, nimm sie halt wieder mit. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Stahl brauchen wir und was noch? Und vom Fenster. Was waren die großen? Wo sind die kleinen? Nein, da. Ah, die gehen, die brauchen keinen Stahl, okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, da kommen sie. Neue Befehle? Schiff vom Stapel gelaufen. In die Takelage! Okay, steht in der neuen Welt noch irgendeiner rum, den wir nicht brauchen? Von Linienschiffen. Rumstehen nicht mehr, ne. Okay, gut. Das war die Frage. Komm mal her, ich brauche Fenster. Und ich brauche Stahl. Da. Auf die alte Dame ist Verlass. Weil es die Frage, ob wir mit dem, was wir hier haben, was ausrichten können. Ne? Das ist unser Flaggschiff. Das sind zwei Fregatten. Und vier, beziehungsweise gleich Schiff fünf Linienschiffe. Alles gut, das kriegen wir hin. Nice, yes. Aber das war auch gut, dass wir da wirklich so viele runtergestellt haben. Alles gut. Ne, es ist okay so, was wir hier haben. Müssen wir unsere Handelsrouten anpassen? Andere Frage. Dass wir bei der nicht vorbeifahren, ne? Schiff vom Stapel gelaufen. Ne, da fahren wir nicht dran vorbei, glaube ich. In die neue Welt, manche alte Welt. Kommt, dass ich bei ihr rauskommen oder so. Ne. Also hier zumindest nicht. Na, ich guck gerade, ja. Gut, da fahren aber ein paar Schiffe von ihr vorbei. Könnten wir schon mal stören. In die alte Welt, bitte. So, der muss das noch schnell hier abliefern. Fenster. Steine. Stahl. Komm, leckes. Ja, was wird jetzt? Hä? Was ist denn das für ein Symbol? Geld! Wie? Nein. Sieben was? Sieben ein Dings. Einschluss. Nein. Für was ist denn das? Wofür brauchst du Einfluss? Um eine Kanone bauen zu dürfen. Ja, investierter Einfluss. Klar, die kosten Einfluss, die Dinger. Ah, shit. Das wusste ich nicht. Egal. Also wir machen jetzt ihren Handelsrouten kaputt. Mhm. Dann wird sie schon einknicken. Ich hab's wirklich geschafft, eine ganze Flasche leer zu trinken. Stilles Wasser. Gut. Bei über 10 Stunden. Ein Schiff unten. Das müsste gerade frisch rausgekommen sein. Ich bin nur ein kleines Zahnrad. Uns geht so gut. Da kommt gerade frisch produziert sein, ne? Ja. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Oh Gott, haben wir hier Quests? Ah nee, das ist die eine Quest, okay. Nicht übel, Boss, wirklich. Ja, wir bräuchten auch mal Dampfschiffe langsam. Dafür brauchen wir mehr Ingenieure, wir sind noch nicht so weit irgendwie. Wir haben uns in der Arktis festgefahren.
Ja. So, jetzt können wir das hier wenigstens eins upgraden. Leinen los. Okay, also ich will die zwei auf jeden Fall noch von der Fregatte auf ein Linienschiff klatschen und dann gucken wir mal, wo die hier rumtümpelt. Die hat doch kaum was an Schiffen, oder? Hat nicht so viel hier, ne? Ja, generell nicht, würde ich behaupten. Segel setzen! So, komm, wir klatschen alles auf eins hier. Zack, rein da. Und der kriegt auch die Brandbombe, oder? Habe ich die ihm einer gegeben? Ne, die geben wir auch ihm. Okay. Mehr kriegen wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Zwei Fregatten. Passt schon. Gut. Angriff. Anna, was hast du denn da jetzt geholt noch? Was habe ich da noch geholt? Da habe ich ein Handelsschiff mit dabei. Ich gucke gerade nochmal durch, ob du eins der persönlich erwischt hast, aber nein, sind alles keine Handelsschiffe. Alles gut. Angriff! Flaggschiff erwartet Anweisungen. Also, ich habe das Ding gerade mal gruppiert, gell? Habe ich auch schon gemacht. Mit der 1. Bei mir. Steuerung 1. Achso, du meinst, Warum fährt denn das vor so? Weiß nicht. Weil du hast einzeln angeklickt. Bei mir steht einzeln. Bei mir nicht. Jetzt steht in Gruppen. Okay, dann fahr du das lieber. Ach so, ich glaube, weil wenn ich nochmal klicke, dann macht er meins. Ach so. Jetzt warten sie aufeinander. Pass auf, hier ist direkt der Hafen, der große, gell? Die schießen echt weit, die Scheißdinger. Was ist ein Argument? Der Hafen ist im Gelben da unten. Okay, dann fahren wir da runter. Wir müssen uns nur in die Mitte stellen, kommt da nichts mehr durch. Ich gehe mal kurz in die Arktis. Ach du Scheiße. Ach, vergess es doch. Wir müssen hier Zinkmine anpassen für die Lampen. Und Kupfermine. Da, also, wir müssen Messing rüberschicken. Es macht keinen Sinn, das hier zu verarbeiten. Können wir wahrscheinlich auch gar nicht. Und dann machen wir das mit der Walfängerei und dann können wir die Öllampen machen. So, und beim Schnaps. Ja, super. Schön, dass es mir hier anzeigt. Es ist aber die alte Welt komplett. Also, so können wir auch Schnaps importieren damit eine Handelsroute. Problem ist, dadurch, dass die jetzt im Krieg ist und uns komplett die Richtung Eis versperrt, kommen wir da nicht hin aktuell. Also können wir weder Lampen machen, noch aktuell Schnaps, aber müssen wir erst den Krieg da bestehen. Also können wir die Arktis erstmal so eingefroren lassen. Ja, schlechter Scherz. In die alte Welt. Okay, die Einser. Kommt ein Linienschiff von ihr an? Eins darf gerne kommen. Nochmal drüber schauen? Kümmere dich um die Zeitung, du hast das besser drauf wie ich. Ach du Scheiße. Wir haben 100 Einfluss gekriegt, woher? Aus der Zeitung, weil ich nicht lektioniert habe, aber dann haben wir gleich ein Problem. Na, wir können jetzt Schiffe bauen, das ist wichtig. Ja, aber wir haben. Guck dir die Zeitung an, dann weißt du, was ich meine. Aufstand oder was? Dann tu was gegen. Gegen den Aufstand zumindest. Die Hälfte. Es gibt's Geballe alle. Zack! Sie haben an Einfluss verloren. Jawoll. Haben nochmal alle drauf und dann ist das Ding gesunken. Ihr Schiff ist so, ich produziere drei neue Schiffe, ne? Oder meinst du, die brauchen wir nicht? Was ist das hier? Schoner. Die Schiffe warten teilweise. Ich mach weiter mit der Zeitung. Ich lektioniere die einfach. So wenig wie möglich. Okay. Es trägt ihre Handschrift. So. Jetzt ist es auf Null quasi. Okay. Gut zu sehen, dass sie alle haben. So, genau, da kommt noch eins. Das wird weggebombt jetzt.
Ja, die halten viel aus, ne? Scheiße, die halten so viel aus. Das werden wir wohl hinkriegen, oder? Die drehen gerade ab, aber ich hab's dir nicht gesagt, dass sie abdrehen sollen. Nein, jetzt kommt er. Lass uns weg. Tschüss! So, das andere Dampfschiff kommt wieder raus, das kloppen wir auch weg. Wir machen dich tot. Das haut ab. Hast du eingesammelt, die Sachen, oder was? Na ja, klar. Pass auf, nicht zu nah in den Hafen. Ich weiß. Das fährt gut, lass es drinnen. Nicht rein, nicht rein, nicht rein, bitte. Uiuiui. Jetzt schießen sie, der Hafen schießt. Okay, das Ding sinkt. Nein, tut's nicht. Ich dreh durch. Wir müssen aber abhauen. Von oben, das ist ein Clipper. Von ach, da unten kommt ein Schoner nochmal. Bleib da stehen einfach. Warte, bis sie rauskommen. Zum Angriff. Schlachtkreuzer. Wo? Oh. Fährt oben. Hört nicht zu uns runter. Linienschiff. Ich will mir den Clipper schnappen. Kommt der nicht zu dir? Nein. Nee. Hast du den kleinen Schoner schon zerbombt oder was? Nur ist schon weg, ja. Ich lasse die Fracht jetzt liegen. Das lohnt sich ja nicht. Ich kann die Kanonen unten bauen. Insel eines Konkurrenten wird belagert. Sicher ist sicher. Leute bereit. Oben ist ein fettes Linienschiff, das würde ich gern killen. Es steht einfach nur im Wasser rum. Ich vernehme das liebliche Rattern und Klappern einer gut geölten Kriegsmaschinerie. Dann ist er weg und bis dahin kommt der Schoner auch wieder raus. Wir kommen halt leider nicht in den Hafen rein. Ne? Nicht ohne herbe Verluste. Das schießt schon. Schiff unter Beschuss. Neue Bewegung. Schießen unsere nicht auf die Karte, auf das Regenschiff. Nein! Das geht nicht, oder? Doch. Ach, tut's, okay. Schade. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hat's der Schoner weggeschafft? Ja, sieht so aus. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Nein, lasst euch doch nicht. Wobei, die Insel da ist ein Witz. Schiff unter Beschuss. Wenn die anderen drei fertig sind, dann nehmen wir uns die Insel da unten. Was für Treibgut war? Erze, Kautschuk. Oh, ein Buch. Das Rathaus. Die heilen ja auch auf Meer, ne? Flaggschiff steht zu Diensten. Ja, langsam aber sicher. Meinst du? Da passiert gerade gar nichts. Ohne Scheiß. Ich glaub, in die Takelage! Okay, also unser normales Flaggschiff nicht. Bei 1527 seit Eonir. Neue Befehle? Ja, das Flaggschiff vielleicht nicht dann. Komisch aber. Da kommt noch ein Clipper. Noch was, oder? Admiral!
Jetzt heißt es schon unser Flaggschiff. So, wo sind die anderen drei? Sind die bald fertig? Dauert noch. Weil der Hafen, das sind echt nur zwei Geschütze, das ist ein Scherz. Was ist der Hafen da oben? Auch nur zwei Geschütze. Können wir uns beides nehmen. Fuck! Fuck! Was? Der hat einen Schlachtkreuzer. Ja, sag ich doch. Was ist denn mit da? Ja, ich, okay. Fuck. Wir hätten mehr erwischen müssen. Ich schicke ein Linienschiff zu unserer Insel. Ne, es steht da, oder? Aber gut, nee. Eins ist okay. Das schaffen unsere Kanonen. Würde ich auch sagen. Okay, wir müssen nicht beide mit dem Kampf zu sehen. Du kannst das auch machen und ich kümmere mich um die Wirtschaft oder umgekehrt. Wir müssen weiterkommen. Zum Angriff. Sprich Besucher Kai und so, ne? Händler, du weißt. Nein, nicht da rein. Oh, Kack, sie werden schon beschossen. Schiff unter Beschuss. Flotte geht auf Bach. Ja, sag an, wie willst du es machen? Also, wir müssen jetzt gucken, dass wir Dinge kriegen wie Brillen. Ne? Das ist wichtig. Brillen, dafür brauchen wir Messing. Messing, genau. Messing haben wir auf der unteren Insel. Also auf unsere. Ja, ich hab's noch nicht angezapft, oder? Hab ich's schon angezapft? Sie sind in Ordnung. Bin ich mir noch nicht sicher. Was fehlt's denn? An Kohle fehlt's. Okay. Irgendwo ist dieses. Ich wollte es, glaube ich, bauen und es hat der Zement gefehlt. Ah, da unten. Zink brauchen wir. Zink. Ja, dafür brauchen wir aber Stahlbeton hier. Das müsste schon da sein. Nee. Wo ist es hin? Ich habe es definitiv runtergeliefert. Ohne Scheiß. Egal, dann müssen wir halt ein Schiff abzwacken dafür, was sich darum kümmert. Haben wir noch eine Fregatte, die wir nicht brauchen? Ja, komm. Dann nehme ich die Fregatte und fahre sie heim. Und dann kümmert die sich darum. Die Waffenruhe wurde beendet. Segel setzen! Mein Beileid. Was ist dein Beileid? Ich habe mal geguckt, ob sie vielleicht mittlerweile mal Dings machen will. Frieden? Ja. Nee. Frieden. Vergiss es. Okay. Frieden. Ich kenne das Knurren jeder Einzelnen. Wie lange dauern die noch? Okay, gleich. Ja, wir könnten den Hafen doch jetzt schon schaffen eigentlich, ne? Ja, aber da haben wir vielleicht Verluste, ne? Ja, also drei weitere Schiffe wären auf jeden Fall nice. Ja. Müssen wir ganz dringend zu Dampf kommen dann. Also wir können die Werft, der können wir schon sehen, oder? Nee. Na doch, können sie doch nicht bauen. Uns fehlen 500 Ingenieure. Die würden wir mit Ach und Krach auch hinkriegen, aber da müssen wir die dicke Bertha bauen halt dafür und so, ne? Das sind die Geschütze und so. Das ist, dann würden wir, glaube ich, die Wirtschaft gut ficken. Wenn wir das jetzt auf zu stark hochsetzen. Na? Die wollen ja noch Kaffee haben. Gut, Kaffee ist... Ne, wir brauchen erstmal nur 500. Für die Werft, ne? Wo ist unser Rathausreichweite? Okay. So. Die Feierlichkeiten sind beendet. Was sagt der Trend? Ja. Attraktivität ihrer Stadt hat sich verändert. Trend. Nämlich voll mit Stahlbeton gerade. Ja. Unsere Hauptinsel. Fregatte? Unsere Hauptinsel. Die Fregatte fährt noch. Das dauert noch einen Moment. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Wie konnte der denn mit unserem Clipper an uns vorbeifahren? Schwärmt aus, meine Schlangen. Stecht in ihre Brust und trinkt das Blut. Lass noch abholen. Was abholen? Ja, lass noch abholen, was auch immer er abholen will. Ach so. Ja, oder liefern. Ne, wir können jetzt keine Quest für dich machen, Kollege, es geht nicht. Lieferaufgabe, klar. Ne, mit welchem Schiff?
Nein. Mit welchem Schiff? Hast du abgelehnt oder was? Nö, ich hab nichts geklickt. Er hat gesagt, sie können jetzt gehen. Ich weiß aber nicht wohin. Vielleicht war's das schon. Flotte bereit. Jetzt fährt er unten wieder weg. Er hat uns genau ausgetrickst. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Egal, wir haben gleich 3 weitere fette Schiffe. Gleich. Dann geht's hier ab. Okay, Stabit. Achso, das Schiff fährt noch. Hat aber auch gerade halbwegs befinden. Na komm, jetzt bist du weit genug weg, wenn die Beine nicht hat. So, dann haben wir Zink für Brillen. So, was sagt der Trend auf der Insel? Wir müssen gucken, dass uns die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Ja, Moment, ich guck mal. Segel gehen runter, ist klar. Kanonen gehen runter, ist auch klar. Nähmaschinen, oh, Nähmaschinen. Gut, wahrscheinlich, weil gerade abgeholt wurde. Der Rest sieht ganz okay aus eigentlich, hätte ich gesagt. Ich weiß noch nicht, wo ich meine Kleidung halten soll. Arbeitskleidung? Hm. Bleibt gleich mit, nimmt ein klein bisschen ab, Schnaps steigt. Nee, bleibt gleich, Arbeitskleidung. Pelze gehen runter. Ich könnte niemals also Pelzmäntel. Die Sicht der Handwerker verstehen. Ja, aber da haben wir das Problem, dass wir zu wenig liefern. Elegant und schön. Und zwar liefern wir zu wenig Wolle, die kommt. Nee. Eben nicht. Wir haben doch eigentlich genug. Ja, dann können wir noch eine zweite Fabrik aufmachen. Das ist kein Problem. Und die kann auch irgendwo sitzen, weil die holen sich eh alles vom Konto raus. Ich baue eine, warte. Und wir upgraden den gleich. Nicht, dass er sich langweilt hier. Was haben wir denn da für eine Scheiße verzapft? So, okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Perfekt. Schiff vom Stapel gelaufen. Spielstand gespeichert. Ich gebe mal noch 3 in Auftrag. Gelaufen. Können wir vielleicht abbrechen? Vielleicht brauchen wir sie nicht mehr. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Gucken, ob wir den abfangen können. Na, er riecht den Braten schon. Neue Ziele? Fahr erstmal gegen die Wand, finde ich gut. Bumm. Gegen die Felswand. Nur wahre Imperien dürfen assimilieren. Ah, okay, dauert ab. Okay, also Zink haben wir gesagt, ne? Messing, besser gesagt. Dann rauszubauen. Ah, hast du dich um... Hast du, oder? Nee, hast du nicht. Da rein. Stahlbeton, komm mal her. Wer weiß, wie viel wir da unten brauchen, du kriegst mal 3 Stacks. Leinen los. Oh. Erwartet Befehle. Ist der jetzt über uns wieder rausgefahren? Nee. Ah, der gehört zu unserem Hafen, da wird er bombardiert. Sehr gut. Sind teuer. Hm? Ich sagte, die sind teuer. Wir haben gerade ein Dampfschiff kaputt gemacht.
So, Stahlbeton haben wir jetzt rübergebracht. Ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen. An die Segel und Brassen. Da drüben. Was soll's? Okay. Okay, wir bauen Zink ab. Lass mal kurz schauen, wie wir verarbeiten wir das weiter. Wer tut denn das Schmelzen? Das tun die normalen Arbeiter schmelzen. Haben wir hier Kupfer? Ha, direkt nebendran. Ein Traum. Wird belagert. So, jetzt haben wir hier Kupfer und Zink und wir können es direkt verschmelzen lassen. Auf der Insel. Oder? Ja. Und Glas haben wir drüben. Können wir drüben die Brillen bauen lassen. Mhm. Soll ich den Besucherkai hinsetzen? Wir haben keine Fenster mehr hier. Vergiss es. Ja, die brauche ich gerade auf. Genau, warte mal, habe ich sie hochgeschickt schon? Ja, okay, 3er-Stack-Fenster. Items. Da, 1, 2, 3. Neue Befehle, Admiral. Runter. Und wir brauchen hier noch, ganz wichtig, die Feuerwehr. Spielstand gespeichert. So, jetzt haben wir hier Messing, zumindest. Auf der Insel. Ein neuer Auftrag. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Grafik-Bug, oder? Bei mir im Stream, guck mal. Oh, wieso? Was ist das? Das sind eigentlich fertig gebaute Depots. Ja. Ich greife die Insel jetzt an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Linienschiffe. Wir müssen nur die Kanonen ausschalten. Schiff unter Beschuss. Junge, Junge. Da siehst du nur, wie viel Schaden das an dem Schiff nimmt, ne? Machst du den Klipper platt oder was? Erstes Schiff, ja. Eine Salve, da war's das. Insel erobern, Anteile beanspruchen, was sollen wir dann machen? Insel erobern, Anteile beanspruchen. Ich würde sagen, Insel erobern, oder?
Ja, dann kriegen wir aber die ganzen Schaden mit, gell? Löschen Sie die Stadt Ihres Feindes aus und werden Sie Besitzer der Insel. Ja, dann können wir es ja abreißen. Ja. Sollen wir machen, ja? Würde ich schon sagen. Okay. Ich werde nicht eher ruhen, bis sie wieder mein ist. Neue Ziele? So. Expansion erfordert Blut, Schweiß und Tränen. Hat gut funktioniert. Ja. So, also entweder wir verteidigen die jetzt, was ich fast sagen würde. Ja, nur ein paar billige Geschütze draufklatschen. Neue Ziele. Ich würde sagen, wir machen erstmal die zweite Insel auch platt. Jo, aber du weißt doch, wie es ist, dann kommt irgendein anderer und nimmt sie sich. Ja, aber das ist die einzige, mit der wir Krieg haben bis jetzt. Das kostet uns nur wieder Moral dann, ne? Ja, hast recht. Machen wir mal die obere Insel. Kriegen wir die ganz oben auch noch? Die im Norden? Na, die ist zu stark bewacht. Das sind drei dicke Geschütze. Zwei. Ja, das sind einige dicke. Ich glaube, die ist echt nochmal ganz schön profitabel. Oh ne, geht eigentlich. Oh, guck mal, die kämpft noch mit jemand anderem hier. Die ist jetzt auch mit dem Gelben im Krieg. Ja. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir. Sie ist ganz schön dumm. Wie gesagt, wir haben ja nichts Böses gewollt. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ja. Noch schwimmen wir. Genau, wir lassen hier mal kurz sacken, da kommen ja gleich drei neue Schiffe raus. Die holen wir noch dazu. Schon wieder. Ja, dann ist aber genug. Die verkaufen wir dann auch übrigens wieder, ne? Ja, bringt 50.000 Stück. Hm. Wenn der Krieg hier rum ist. Rechts kommt ein Clipper. Neue Ziele. Spielstand gespeichert. Ja, wir haben Mitwind, oder? Ja, okay. Halbwegs. Aber er auch. Hä? Er hat kein Mitwind. Schnell so schnell, bitte. Lassen wir den Rauch. Der hält halt nichts aus, aber wir kommen auch nicht hin. Vielleicht wenn er jetzt langsam. Ein kleinen Schoner noch weggeballert. Na kommt. Damit schon gar nicht mehr. Ne? Was ist das? Was? Also er wird vor allem eben immer billiger mit Ruhe. Aber nein, wir nehmen es nicht an. Das ist ein Scherz, oder? Wir müssen auf jeden Fall dem sein Kriegsschiff da wegmachen. Ne? Ihr Dampfkriegsschiff, was hier irgendwo rumtümpelt. Es wurde eins zerstört vorhin. Echt? Aber nicht von uns, oder? Nee. Aber sie hat auch keins mehr. Ich sehe es zumindest nicht. Ich auch nicht. Bereit von uns. Hat ihre Wirtschaft ist auch langsam im Arsch. Sicher? Oh ja. Der hat eben gerade noch Anteilswert über 2000 gebracht. Ja. Also bei 1300. Naja. Machen die ja gerade die Wirtschaft kaputt. Fährst schon hoch, oder was? Grob. Das eine Schiff ist mir noch zu angeschlagen. Das soll sich noch heilen. Oh, da kommen sie. Jetzt bauen wir echt keine mehr. Wir sind halt nur 3000 im Plus, ne? Wenn der Krieg fertig ist, müssen wir unsere Dings wieder stabilisieren. Ist die Frage, ob wir das irgendwie besser machen. Also ob wir dann... Ich weiß nicht, kriegen wir eigentlich auch Propaganda, wenn wir Krieg gewinnen oder so? Weißt du? Hat eine Siedlung errichtet. Ich glaube nicht. Wo denn? In der alten Welt. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. So, trefft euch mal da oben. Was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Richtig.
So, die Inhalo wird jetzt wieder ein klein bisschen stärker. Ist nicht schlimm. Nö, nö, die ist ja so keine Bedrohung. So, wir haben noch ein Kriegsschiff zu Hause. Noch eins? Ja, das war auf der Mission noch. Wo? Steht im Hafen. Ah. Ach, mit das hat diese Arktis gemacht, ne? Ist es das? Nee, nee, das war auf Tiermission. Ich bring den mal. Ich sag dem mal, der soll dein Schiff hier eskortieren oder eines. Dann müsste dem hinterher fahren. Wieso haben wir 1,15 Millionen? Der hat das wieder zurückgekauft. Das ist ein Flaggschiff, oder? Das sind nur noch Tausende plus. Wer hat das wieder zurückgekauft? Der Gelbe. Ja, wir haben doch jetzt Kohle. Ja, soll ich wieder kaufen, ja, oder? Ja klar! Wir haben Geld haben wir doch jetzt genug. Ja, am Ende sind wir mit Geld dann noch im Krieg, dann haben wir richtig Arschkarte. Wollen wir Teile von dem kaufen? Ja. Dann kauft Teile, schon, dann kommen Anteile vom Schwarzen. Diese Ameisen an, wie sie umherirren. Komm, ich kauf mal eins. Kostet ja nix. 112. Während du mein paar Hautfetzen, La Corona wollte mich schon aufkaufen. Auch sie mussten auf schmerzhafte Weise lernen. Zack, wir kaufen mal überall ein jetzt. Zu schade, dass sie nichts dazu lernen. Geht nicht, warum nicht? Oh, wir haben kein Geld mehr. Ja, muss man aufpassen. Da können wir nicht mehr kaufen, zu wenig. Ja, muss aber auch gucken, was wir hier. Das muss sich auch lohnen, gell? Hm. Ich hab bei der Insel gekauft, die uns 1300 bringt. Du hast bei der gekauft, die uns 300 bringt. Ja, auch Kleinvieh macht mies. 500, ja. Neue Befehle. Ja. Okay. Jawohl, da sind alle vier. Perfekte Formel für ein erfülltes Leben. Alle vier sind da unten schon im Hafen, gell? Naja, ich hab die da so blöd drumherum gelotst. Das war eigentlich nicht so geplant, dass sie sich da so verkeilen. Da unten kommt noch ein Dampfschiff. Das greife ich mal an. Ja, mach das. Ich kann ja aber keine Ressourcen mehr haben, um das irgendwie zu bauen. Schlangen stecht in ihre Brust und trinkt das Blut. Hat sie nur noch. Also würde sie nur noch einen Wert bringen. Hm, aber jetzt müssten wir, ich guck mal kurz, mach du mal den Kampf, ich guck mal in die Diplomatie rein. Die wie wir militärmäßig jetzt dastehen. Also gegen sie. Sie hat immer noch mehr Militär, das kann ich nicht verstehen. Gut, den Gelben kriegen wir noch. Gelben haben wir auch gut aufgeholt, aber da fehlt immer noch. Ah, oh, da oben gab was von der Grünen. Ich kümmere mich um das Schiff mit den vier Kleinen, aber das Boot ist eh tot. Feuermänner! Yeah, da kommt von der anderen Seite auch noch irgendwas geflogen. Vier Stück! Fahr die wieder hoch. Ja, ich hab's ja markiert, warte. Machst du zu eins und fahr sie hoch. Achso, hast du alle zusammen? Naja, da kommt noch ein Schoner von unten. Warte, wir bleiben hier mal stehen. Weil wir stehen. Der Sohner kommt hier nicht durch. La Corona war schon immer ein Volk von Seefahrern. Wir haben. Guck mal, wie sie immer weniger Häuser hat. Wo? Auf der Hauptinsel? Auf ihrer Hauptinsel. Haben wir die ganzen Lücken an. Die waren schon, oder? Die schon die ganze Zeit? Nee, so krass nicht. Okay. Gut, wir wollen sie ja nicht umbringen, aber. Ich würde sie gerne umbringen, die alte Schachtel.
Na gut, dann haben wir, wenn wir alle Gegner platt machen, haben wir keine mehr, ne? Aber du meinst zwei reichen, oder wie? Nein, alles gut. Wie viel können sie gerne ausschalten, also habe ich kein Problem mit. Ach was, mir reicht's, wenn wir die mal schön unterknüppeln. Feuer frei, Männer! Die zweite Salve. Er hat schon gar nichts mehr dabei. Oh, da kommt ein Linienschiff nochmal angefahren. Das will jetzt gegen uns kämpfen, oder was? Hä? Will es What? Nicht, will es nicht. Vielleicht nur das Einsammeln, was da liegt. Sicher. Guck, es dreht doch rum, nachdem es uns gesehen hat. Oder? Fahr drauf zu, komm, gib Gas. Bin dabei, aber... Gegenwind. Die Insel eines ja, schießt du da. Die letzten Schüsse, die du abgeben wirst. Jetzt bist du ein Lackmeier, Alter. Das kostet die halt wie Sau, ne? Soll es ja auch. Okay, ach ja, ich wollte mal in die Arktis gucken. Habe ich doch eins hingeschickt, ist das noch nicht da? Doch, da. In die Takelage. Hat sie auch nur Schoner und drei Inseln. Ich greif mal mit einem an. In der neuen Welt hat sie fast gar keinen Schiffverkehr mehr. Ja, wir haben ja auch alles kaputt gemacht. Also, wir müssen Dinge transportieren. Und zwar müssen wir die transportieren aus unserer Welt, aus der alten Welt, in die Arktis zum Beispiel. Das ist rum. Und es war mein Traum, hier hinzukommen. Rum brauchen wir und wir brauchen für diese... Schnapsbaum, oder? Meine ich doch. Und für die Öllampen brauchen wir Messing. Da produzieren wir auch noch viel zu wenig. Na, das reicht gerade für unseren Brillenbedarf, wenn es hochkommt. Apropos Brillenbedarf. Schicken wir das Messing schon rüber? Nee, ne? Ich habe da jetzt noch nichts gemacht, ne. Sie rüstet ihren Haupthafen auf. Darf sie. Da wollen wir ja nicht hin. Wir können aber ihre Hauptstadt einnehmen, gell? Wir. Wird belagert. Oder müssen wir ihren Hauptkontor angreifen? Genau. Ah, okay. Das ist das Problem. So, warte mal, wir schicken mal alle... Wir machen jetzt erstmal ihre kleine andere Nebelinsel platt, oder? Genau. Ich zieh mal die voll sind, nach vorne. So. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Na, nachdem ich gesehen habe, dass die kaum Verteidigung hat. Nur warum greife ich uns an, wenn die keine Schiffe hat? Wenn der Gelbe uns angreift, dann haben wir ein Problem, weil er hat ja auch einen Haufen Schiffe. Ja. Das ist ziemlich schnell. Das ist echt schnell. Das kriegen wir nicht mehr, glaube ich. Glaube auch nicht. Obwohl, ne? Nicht wirklich. Es wird nämlich nicht wirklich langsamer. Ah.
Oh, jetzt haben wir eine Salve ab hier. Da, guck mal hier, das kriegen wir. Das kriegen wir. Ja, okay. Los, das aber nur weil wir auch Mitwind haben. Ja. Wieso beide den alle? Ja, das hab ich gemacht. Lotte unterwegs. So. Und jetzt da oben den, die Insel noch platt machen und dann ist er eigentlich tot. Das ist zu starker Verlust. Das ist zu starker Verlust für sie. Man muss sich ziemlich runterorgeln. Lotte segelt in Formation. Zuerst das dicke Geschütz, dann das kleine und das Hauptding und dann so. Die Insel wäre perfekt für Arktis, weißt du? Achso, zum rüber transportieren. Genau, da sind keine Kartoffeln drauf. Eines Konkurrenten hat eine aber Messing, oder? Naja, auch nicht. Doch, Kupfer. Ja. Nee, ja, Kupfer, aber kein Zinn. Zink. Von wem? Von oh, rechts. Fuck, von der beide. Ach, oh, scheiße. Zieh rüber, zieh voll rein. Shit. Oh. Ja, verlieren wir. Eins verlieren wir, ja. Ist egal, wir haben genug. Das sind 50.000, Alter. Ist doch egal. Ein Schiff wurde zerstört. Da steht eine dicke Bertha. Oh, wo? Bei der Hauptinsel. Oh, okay. Erobern sie auch. Es wird mir schwer fallen, diesen Verrat zu verzeihen. Musst du nicht, Alter. Musst du nicht. Es dürstet mich nach Eroberung. Eines meiner Laster. So, das eine Schiff haben wir nicht verloren. Tatsache. Mit 200 Life. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Soll ich mal gucken, ob sie Frieden will? Noch nicht. Eine Insel nehmen wir uns noch. Die kleine oder was? Genau. Danach kann man ja Frieden anbieten, ja. Was ich auch so ein bisschen schade finde, dass wir nichts irgendwie sagen können. Also, dass wir nicht sagen können, wir können nur sagen Frieden anbieten. Wir können nicht sagen Frieden und 500.000 oder so. Weißt du? Ja. Sind da so Bojen drumherum gesteckt? Hat das einen Sinn? Ach so, weil ich da, ja. Weil ich ja Angriff geklickt habe, das sind die Bewegungsbojen. Die sah so im Halbkreis aus, so, warum wieder Bojen? Gerade Gegenwind, ne? Ja. Wir lahmen etwas. Schiff unter Beschuss. Ach, sieh an, wo kommen die Klipper her? Wo kommt das Schiff her? Diesmal schickt Charon eine ganze Flotte. Gestanden. Der
Wie ist es denn in Captain Raleigh unterwegs? Können wir da noch was kaputt machen? Ja, würde gehen. Verdienen Sie das Kriegsgericht? Ich verstehe es nicht. Wenn wir... Der Widerstand ihres Feindes. Ach, der kommt dem nicht hinterher. Was tot ist, kann nicht ein zweites Mal sterben. Na gut. Es wird mir schwer fallen, diesen Verrat zu verzeihen. Welchen Linker? Laufen Koordinaten an. Kommen immer noch super viele Schiffe an von dem, ich versteh's nicht. Ehrgeiz ist wichtig. Die besten von uns haben reichlich davon. Da ist er. Der Schlachtkreuzer. Hm? Ist es. Soll ich nochmal einen Anteil kaufen? Für plus 1600? Ja, mach. Kostet uns aber 500.000, gell? Dann haben wir nur noch 32. Scheiß doch drauf. Oh, kostet 10 Einfluss. Nein, nicht, nicht. Wir können ein Schiff verkaufen, das was kurz mal abnippeln ist. Dann kriegen wir wieder Einfluss zurück. Ich schick's runter zur Madame Kahinas. Und da können wir auch verkaufen, ne? Ich hoffe. Ich glaube ja. Aber das, was eh gerade am Ableveln ist, ja. Müssen wir langsam von dem ganzen Militär runter. Aber die NHALO wird mir wieder ein bisschen zu nervig. Naja, mal gucken. Handelsroute. Da die. Ach, guck mal, die hat doch noch genau einen Platz frei. Du lädst ein. Spielstand gespeichert. Missing, volle Hütte. Ausladen. Annehmen. So, und jetzt müssen wir das doch produzieren können, oder? Was brauchen wir denn für Brillen? Glas. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ach, hier ist doch noch, oder? Ist doch ein Lagerhaus. Traum. Wir sind eigentlich schon stark ausgelastet, das auch. Das ist noch nicht so. Wir machen es hier drüben. Moment. Ja, die langweilen sich doch. So, Brillenproduktion steht, nur wir haben kein Fenster. Kein Glas. Das heißt, ich muss dann hier die Fensterfabrik einfach mal pausieren. Ach, ich kann auch später weitermachen. So. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle? So, der ist da und... Oh, der hat einen an Bord. Nee. Das wollen wir nicht. 10% Angriffsgeschwindigkeit. Sorry, den verkaufen wir nicht. Die Windsbraut 2. Warum so wenig Namen? Warum müssen die Zweier hochzählen? Da soll ein Praktikant ein paar Namen sich ausdenken.
So, haben wir schöne Naturinseln für Besucher, Kai? In die Takelage! Während du mein paar Hautfetzen. So, wir gucken mal, wie es aussieht, mit, wenn die Brillenproduktion langsam anläuft. Der sagt natürlich jetzt kein Glas. Na, Messing auch noch nicht, wird erst noch geliefert. Wobei das. Schiff unter Beschuss. Auf ihren Befehl. Oh shit. Können schon keine Fälle mehr abgeben. Ich habe es ausgelöscht. Was hast du ausgelöscht? Was ist denn da jetzt passiert? Wurde zerstört. Aber wo? Ja, direkt vor ihrem Hafen. Ist da also reingefahren oder was? Ist da ein Linienschiff reingedüst oder was? Da ist ein Linienschiff einfach reingebrettert. Gut, dann verkaufen wir keins mehr. Versenken wir alle. Nee, aber. Zumindest ziehen wir so zurück. Ja. Ich frag's dir mal nach Frieden. Wo ist er denn? Kannst vergessen. Keine Kompromisse. Das ist so bei alten Menschen. Die sind stur wie Juchte, ey. Haben Sie mich beleidigt, Kind? Ich glaube nicht. Aber so, immer ein paar mit, aber ständig Militär aufrecht und. Berufsrisiko. Igne Natura, Renovatur Integra. Da stimmt, weil das Stehen ist auch kacke. Sind Sie neugierig? Genau, wir kommen mit den Fellen auch nicht hinterher zu verarbeiten. Das, obwohl wir schon zwei Pelzfabriken haben. Was sind die Pelze? Spielstand gespeichert. Da unten, ja, 500. Schiff unter Beschuss. Ihr Hafen wird angegriffen. Ei. Naja. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo? Ach da. Das kriegen die hin. Na, ja, unser Grave ist auch im Krieg mit der. Takelage. Wir brauchen hier. Nein. Kleiner Hafen. Schiff unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Du hast ein bisschen Lagerplatz. So sehr gerecht zu sein. Was? Wieso? Ach so. Soll ich in der neuen Welt mal einfach mal die Kanonen abrüsten? Warum? Gibt's Einfluss zurück? Ich würde gerne in der neuen Welt noch kaputt machen, aber. Da ist nicht mehr viel zum kaputt machen. Naja, die hat da halt 4 Geschütze pro, ne? Die grüne. Die ist in der neuen Welt sau stark vertreten. Kämen wir gar nicht rein, ohne weiteres aktuell. Ja. Sau viel Insel in der neuen Welt. Gut, wir haben ja die Schiffe mehr oder weniger kaputt gemacht, okay. Aber das ändert nichts daran, dass die Inseln noch da sind. Ja, keine Ahnung. Also wir brauchen aktuell nicht mehr so viel Militär, aber wer weiß, wenn die jetzt aufrüstet, ne? Ist halt die Frage. Ja, ich würde trotzdem
2 bis 3 von den Schiffen verkaufen. Hm. Sind ja schnell wieder produziert, ne? Ja. Zumindest 3. Ja. Flammen wurden gelöscht. Eine Werft würde ich auch wieder einstampfen. Die frisst kein Brot, wenn sie nichts macht. Oder? So, stimmt. Ne, die kostet nichts. Wenn wir Platz brauchen, dann können wir es machen. Ja. Mhm. Ja, aber da nehmen wir. Aber nicht verkaufen, wo jemand drauf sitzt. Neue Befehle? Mehr als bereit. Da haben wir den hier. Glühendes Einhorn, Akasum und. Die Windsbrau 2, komm. Sind unterwegs. Und 3 Stück sollte reichen, oder? Ja. Gibt es hier Kartoffeln eigentlich? Ja, da gibt es Kartoffeln! Hier könnten wir rummachen und rüberschicken. Was für rum? Nicht rum. Schnaps. Wir können uns auch einfach hier bei der alten kaufen wir uns so eine Kartoffelsaat. Hier ist sogar eine da. Eine gute. Und fertig. 250.000. Noch ist er da. In die Takelage! Dann kaufst du mit einem Schiff und das Schiff dürfen wir dann nicht verkaufen. Ja, kaufst mit einem von dem, wir schicken anderes rüber. Schiff unter Beschuss. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja. Ei. Wo wollen wir die Kartoffelsaat dann anbauen? Ist eigentlich egal. Wir brauchen nur eine große. Und Trento. Hätte ich ehrlich gesagt auch gesagt. Wir brauchen. Ist da Messing drauf? Nee, ne? Nein, immer noch nicht. Ja, auf der unteren aber auch nicht, ne? Doch. Zink. Auf der unteren ist Zink und Kupfer. Dann machen wir es auf der unteren. Fuck, die hat ein Schiff produziert, gerade gespawnt. Okay, ist nur ein Transporter. Mhm. Nee, ist kein Transporter, Linienschiff. Nö. Was da gerade als Dampfschiff rauskommt. Ach so, nein. Das meinst du? Nee, das meine ich nicht. Da ist unten ist aber noch ein Linienschiff. Gleich nicht mehr. Erstmal den Transporter wegknallen aus. Und wenn wir es schaffen, wir haben nicht mehr so viel Firepower. Hast du die Saat gut gekauft? Hm? Hast du die Saat gut gekauft? Neue Befehle? Ja. Okay, dann. Wolltest du es nicht unten machen? Wie unten? Ei. Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Ich kann kein Schiff hier verkaufen, warum nicht? Suchst du etwas? Okay. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle? Hast du es verkauft schon, oder was? Insel eines Konkurrenten. Nur eins. Hast du noch ein stehen lassen, hättest du mir Geld gegeben. Oh, okay. Wie? Ja, weil es kaputt ist. Ach so. Kriegst du nicht so viel Geld für. Ach so. Habe ich nicht dran gedacht. Also willst du jetzt auf der unteren? Ich hätte es fast gesagt, weil da können wir da auch Messing produzieren. Ja, da können wir aber auch so die Kartoffeln anbauen. Warum haben wir es denn dann gekauft? Ich dachte, da gab es ja, keine dachte, Kartoffeln. Du wolltest es oben anbauen. Ach so, weil es näher ist. Ja gut, aber wir brauchen halt auch Zink drüben, ne? Messing, meinst du doch. Ja, verkauf es halt wieder für 13, ist doch egal. Haben wir mal halt einen Schnapper gemacht von 40. Nee, heb's auf. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Das verkaufen wir jetzt nicht. Kann man auf unseren Haupthafen in den Hangar packen oder so. Dafür ist es zu wertvoll. Tja, wollen wir die Schiffe hier jetzt stehen lassen oder was? Ich würde die gerne wieder zurück zu unserem Haupthafen schicken eigentlich. Aber wir müssen halt aufpassen, sonst wird hier... Der wird uns halt angreifen, der produziert Linienschiffe, ja. Ne? Ist halt, solange wir permanent im Krieg sind und die sagt jetzt nicht mehr nö. Die bleibt jetzt im Krieg mit uns. Das heißt, entweder wir machen sie komplett platt oder sie wird uns nerven. Ja. Wenn ich an die Zukunft denke,
Das ist halt das Hauptproblem. Ich guck mal, wie die Brillenproduktion anläuft. Beschissen. Brille, Brille. Warum? Warum? Ja, ich weiß warum. Ich weiß doch ganz genau warum. Auf ihren Befehl. Ja. Ne, eigentlich nicht. Warte mal. Sollte passen jetzt. La Corona wollte mich schon aufkaufen. Ne, der nimmt kein Messing mit. Sie mussten auf Schmerzen. Der nimmt kein Messing mit. Warum nicht? Lernen. Hab's eingestellt. Ja, weil er voll ist bis zum Rand. Nee. Das habe ich eingestellt. Doch. Nein, glaub's mir, ich hab's doch eingestellt. Ja, aber der hat auf seinem vierten Lagerslot hat er noch was liegen. Von Gott weiß wann. Habe ich rausgeschmissen. Ich weiß nicht, warum du nicht einfach einen zweiten Clipper brauchst. Steht sogar einer nebenan, der nichts macht. Warum ist denn die Handelsroute in Pause? Achso, weil die da in Pause ist. Gast da. Wo ist unser ganzes Geld hin? Investiert. Andere Insel. Oh, okay. Ich sehe gerade, wir haben 100.000. Ja, das reicht aber. Also fürs normale Bauen. Guck mal, normalerweise fängst du an mit 50.000. Wir haben das mehr als Doppelte von unserem Startkapital. Schade, dass wir so wenig Einfluss haben. Achtung, Admiral anwesend. Ich fahr mal die Saatgut ein. Segel setzen, Spielstand gespeichert. Aber fängt er jetzt bitte an mit Messing? Ist er jetzt endlich da? Auf Ihren Befehl. Ja. Der Beschuss. Kaffee. Uah. Produzieren wir schon Kaffee? Ja, wir müssen es noch holen. Beschuss. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Kann das so gedruckt werden? Bereit für den Einsatz. Not bad, not bad. Was hat er denn gemacht? Oh ja. Die Seemacht, jawoll. Okay, die Brillenproduktion läuft. Sehr gut. 500, dann können wir gleich haben wir's. Ihre Geister werden dir folgen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, jetzt können wir die Dampfschiffswerft bauen. Die braucht aber Strom. Also brauchen wir sie nicht bauen, weil wir haben keinen Strom. Was hat die Strom auf der Insel? Genugtuung. Die cheatet! Warum? Die cheatet, die hat keinen Strom. Ja und?
Noch, warte mal, hier ist Strom. Woher weißt du das? Oh, aber dass hier keinen hat. Sie hat hier Öl? Ja, ich guck gerade, ja. Da ist das Kraftwerk. Ja, ja, ich sehe es. Gut, wir haben nur keinen freien Hafen mehr frei. Keine Wasserfläche mehr. So, ein bisschen haben wir noch. Aber da kriegen wir nie mehr den Strom hin. Wobei, da ist direkt Öl, ne? Okay, ich bin mal am Umbauen. Hauptstadt. Haben wir jetzt so einen Hafen, oder? Bitte? Haben wir jetzt so einen Dingshafen? Öl, ja. Die Waffenruhe wurde genau. Ach so, wegen dem Öl. Kommen wir ja leider nicht drum rum, ne? So, ja, das braucht... Wollen wir das Öl nicht vielleicht von irgendwo anders holen? Da können wir den Hafen trotzdem da unten hinsetzen, oder? Wir haben nichts anderes außer auf unserer Hauptinsel Öl. Also in der neuen Welt, oder? Ja, in der neuen Welt hätten wir Öl, ja. Fensterfabrik. Also wenn du es da anzapfen willst, drüber schaffen willst, geht auch. Ist kein Problem. Es fällt immer schwer, dort Spielstand. Könnte ich gerne tun. Meinst du, wie viel wir brauchen? Ha. Viel. Okay. Ja. Ah nee, warte, geht gar nicht. Wieso? Wie willst du das Öl aus der neuen Welt transportieren? Mit dem Schiff. Ja, mit welchem? Wie, mit welchem? Das geht nur mit dem Öltanker. Öltanker kannst du nur bauen, wenn du die Dampfwerft hast. Die Dampfwerft braucht Strom. Hexerei. Deswegen ist mir gerade so gekommen. Das wird nicht funktionieren. Miese Krise. So, ich habe mal unsere Fensterproduktion verlagert. Eine wesentlich bessere Position. Unsere Glas- und Fensterproduktion. Und jetzt können wir hier unseren Öl bauen. Hier wird gefeuert. Nicht unser Pulver. Das heißt, ja, du kannst natürlich da drüben auch schon mal anfangen, Öl zu fördern, aber wir kriegen es halt aktuell noch nicht abtransportiert. Ja, das Ding hier läuft eh auf 300% momentan. Auf 3,5%? 300. Okay. Ach so, ja. Drei Ölbord-Türme. Ja. Elektrizität. Ich kann die sogar noch knechten. Nein. Dann explodieren sie doch, ja. Kleine Ölhafen. Gibt später noch einen großen Ölhafen? Wahrscheinlich, ne? Jetzt hätten sie es wohl nicht. Jetzt ist es wohl nicht kleiner Ölhafen. Waren nämlich noch. Ja. Brauchen dann noch einen Zug? Es fährt kein Zug. Fährt kein Zug. Ganz altes Lied von der EAV. Es fährt kein Zug nach Eierbach oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ganz, also. Ja, österreichischer, deutscher Blödelschlager. Ich glaube, so kann man es am besten nennen.
Wo hast du jetzt schon Schienen gelegt? Ach, da! Ach, du hast das Ding schon gebaut, okay. Schiff und der Beschuss, oder? Tschüss, Linienschiff. Ich dachte gerade, was kommt denn da oben jetzt an? Ja, aber das ist nicht von uns, also nicht von Gegner. Schon wieder? In der Arktis, oder was? Auf ihren Befehl. Ja, das kleine Kanonenbötchen da. Wo fährt denn das Schiff jetzt hin, ey? Flucht raus. Warum haben wir einen weiteren Clipper da oben? Der fährt die ganze Zeit in der Gegend rum. Das ist doch unserer, oder? Nee, ist er nicht. Alles bereit. Doch, es ist unserer. Ja, warum fährt er da oben rum? Nee, warum haben wir noch einen hier? Ich weiß es nicht. Sind unterwegs. Wir haben das, den Lasagne-Boot-Clipper. Ja, aber... Ja. Keine Ahnung, oder? Schickt man einfach zurück. Mehr als bereit. Oh. Haben zurückgeschickt. Okay. Alte Mann. Welt. Boom. Schiff unter Beschuss. Oh, nerv. Neue Befehle? Der Pirat fuckt jetzt auch noch ab, oder was? Ja, nervt wieder ein bisschen mehr, ja. Okay, warte. So. Dann reißen wir eine Werft ab. Verschiebst du doch. Wohin denn? Okay, sehe schon weg. Wohin? Wir haben keine Küste mehr frei. Ach fuck, Dampfmaschinen brauchen wir dann auch. Okay, die Straße ist für den Arsch. Komm, mach mal so und so. Okay. Du bist der botanische Garten. Ich sehe ihn. Spielstand gespeichert. Yeah! Ja, wir können aber nur Transporter erstmal bauen und Dampfmaschinen brauchen wir auch dafür. Also so ein Kraftwerk kostet übrigens 3000 Unterhalt, ne? Was für ein Kraftwerk? Ja, Stromkraftwerk. Ja. Boah, warte ab, bis es in Betrieb ist. Duellskosten 400. Straße. So, das braucht jetzt Öl, aber was kriegt dann dementsprechend Öl? So, und jetzt brauchen wir dann natürlich Dampfmaschinen. Das wird lustig. Und was machen die Dampfmaschinen? Richtig. Genau. Also wir haben zumindest haben wir... Ja, wir brauchen dringend mehr Messing. Dringend. Das eine reicht nicht. Haben wir noch irgendwo Messing? Auf dieser Insel hier vielleicht? Nein. Scheiße, wir haben nur einmal Messing. Das reicht gerade so für die Brillen. Und keine Überproduktion. Warum kriegt denn das Dampfwerk hier eigentlich keinen Heiz? Schiff unter Beschuss. Was ist denn das? Oh. Ein Linienschiff und ein Zerstörer hat sie. Schlagkreuzer. Ja, also, wir brauchen Messing. Das geht nicht. Irgendwo. Fast den gelben angreifen wollen, vor Wut. Das kostet 300 Münzen. Das kostet nicht mehr. 300, fertig. Also, in meinem Singleplayer-Spiel war es so, wenn ich es ein- oder ausgeschaltet habe, hat es 3000 Unterschied gemacht. Frage mich nicht, warum. Ich würde es hier jetzt anders gehandhabt. Oder nach einem Patch oder so. Das kann sein.
Soll die Produktionsstätten arbeiten mit Strom übrigens schneller. Suchst sogar die Schweine. Sehen Sie sich nur an. Stolz zu Recht. Kann ich, ja. Die Schweine kennen das nicht. Okay, die Straßen sind. Was hast du da gemacht? Nein! Das bringt nichts. Das letzte Mal, als ich das gebaut habe, hat es was gebracht. Da sind die auch gegeneinander gefahren. Okay. Ich wollte nämlich noch Straße rüberlegen. Das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? So, ja, dann mach doch eine Lücke dazwischen, geht. Weil dann kriegen wir die da drüben vielleicht noch mit Strom versorgt. So meinst du das? Weil die. Ja, Moment. Ohne Momento. Wahrscheinlich wird er noch gut zu funktionieren. Okay, warte, ich zieh mal die Straße rüber. Ups. Vielleicht tut er jetzt Strom verteilen. Ja. Kannst du den Knubbel wegmachen? Ich glaube, wenn das ganz unten dran machst, ist es noch besser. Ich weiß es nicht. Da ist das Strecken. Geht nicht? Aber gerade eben, oder? Ja, aber einzelne, oder warte mal. Ach so, nee. Ah, ja. Okay, lass mal so. Schiff unter Beschuss. Oh. Oh Mann, ey. Wir fahren die ganze Zeit nur. Sind die auf Aggro gestellt oder was? Das gefällt mir nicht. Die baut jetzt wieder mehr, die wird jetzt wieder stärker. Flotte erwartet Befehl. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle? Ich kenne das Knurren. Spielstand gespeichert. Reine Willkür. Och. Was soll denn ein Monitor sein? Ihr Hafen wird angegriffen. Unser Hafen wird angegriffen. Welcher denn? Ach, da oben. Ihre Insel wird angegriffen. Na, die will sich jetzt wiederholen, ne? Ist klar. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Boah, Alter! Das Dampfschiff haut ja rein hier! Pass auf, rechts ist der Hafen. Sind beendet. Das verlieren wir von dem ganzen Schiff. Der Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mein Schiff wurde zerstört. Haben wir wieder ein bisschen mehr Einfluss. Yay! Ja. Haben wir hier noch einen Clipper, den wir nicht gebrauchen. Wollen wir den verkaufen, der Schmutzfink? Aktuell. Schnell gebaut, ist ja gleich. Fahren runter zur Troller. So, das Saatgut packen wir mal ein hier. Weg damit. Ja, genau zwischen uns. Und die produziert gefühlt im Minutentakt frische Schiffe. So, Messing bekommen wir von da unten, ne? Ja, aber nur einmal. Hast du zwei Messing-Dinger? Zwei Messing-Minen. Also zwei Messing-Produktionen. Wo? Ob du zwei gebaut hast? Nee, wie denn? Ja, weil die Mine das packen, Eisen, weißt du?
Die Minen produzieren 30-Sekunden-Takt und die Produktion im 1-Minute-Takt. Deswegen brauchst du 2 Produktionen für 2 Minen. Ja, okay. Es war ja so zwischen Krieg und Angel gebaut, ne? Zwischen Krieg und Angel? Uns fehlt Stahl. Haben wir noch ein Schiff, was wir schicken können? Hm. Achtung, Admiral anwesend. Sind unterwegs. Dass sie noch so viel produzieren kann, oder? Wundert mich. Mhm. Das wird sie nicht erfreuen. Haben wir Messing? Am Lager? Ja. Okay, haben wir schon, gell? Ich hab mal die Dampfmaschinenfabrik gestartet. Brauch nämlich auch Strom. Brauchst du? Ja, vor der Elektrizität. Okay. Messinganlagen haben wir 2. Jetzt noch nicht, nein. Wir hatten doch noch irgendwo hier unten ist, glaube ich, noch eins, oder? Ja, hier ist noch Neptuns Beute, eine Fregatte. Ich muss Stahl holen drüben. Aus der Insel, dann kann man da unten auf Doppeltes hochgehen. Ja, haben wir mehr Messing, was transportiert wird. Bereit für den Einsatz. So, wir würden sagen, um 3 Uhr ist Ende, oder? Ja, wäre ganz nett. Nein, ist echt gut. Mal genug Anno. Für heute. Was sagt der Trend? Was sagt der Trend? Ich hab nicht mehr drauf geguckt. Ja, das ist unser Problem. Wir würden uns das Genick brechen. Stahl geht zur Neige, ist klar. Die Wurst geht bei der Nebeninsel runter. Spielstand gespeichert. Kleidung bleibt, Schnaps steigt. Bist du da? Ja, da. Ein Stahl. Schiff unter Beschuss. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Navigation. Na, der Gelbe schießt zumindest auch gegen ihn, das ist schon mal gut. Mhm. Da hat jetzt auch schon jede Menge von den Zerstörern. Ja. Wie immer erdulde ich. Also was wir machen können, wenn's wichtig ist, diese Frachtschiffe sind saugeil von der Geschwindigkeit. Kosten dann auch 20 Dampfmaschinen. Aber Schlachtkreuzer können wir uns erstmal abschminken. Das ist so nicht machbar. Weil, da brauchen wir die schweren Geschütze. Dafür brauchen wir Dynamit. Ne? Und dann die. Also Eisen haben wir. Haben wir uns darum gekümmert. Stahl haben wir. Ja, das ist nicht das Problem. Hier, Stahlblöcke oder was auch immer. Stahl. Das haben wir. Aber Dynamit ist halt nochmal so eine Sache. Diese Seife kriegen wir hin, diese Weisenmeisterei. Das ist nicht das Problem. Aber wir brauchen Salpeter. Und das gibt es, glaube ich, auch nur in der neuen Welt, oder? Das haben wir auf unserer Hauptinsel. Echt? Wir haben Salpeter? Ja. Tatsache. Okay, hab's einmal gebaut. Okay, dann kommen wir gleich doch schneller an die Geschütze, als ich dachte. Okay, denk dran, wir haben nur noch 31.000 und wir sind nur 5.000 im Plus. Das ist ein guter Hinweis.
Der langweilt sich, oder? Ah, ja, es geht. Eine Minute, das ist doch schon mal schön. Stahl runtergebracht schon? Ich glaube noch nicht. Die Insel eines Konkurrenten. Ich springe runter. Ja, reicht eigentlich. Schiff unter Beschuss. Auf Ihren Befehl. Okay, also wir holen es jetzt hier gerade ab. Die Straße runter für den Fall. Ist aber zu groß, ne? Ja, ist zu groß. Oh, braucht die damit so weg Strom? Nein. Boah, wir können es uns nicht leisten. Was für ein Ding? Wir können uns die Dynamitfabrik nicht leisten. Wir sind fast 54.000. Boah. Der Rest haben wir soweit alles. Okay, wir brauchen nur Arbeitskräfte. Das ist das Nächste. Was sieht's mit Brillen aus? Sind die heavy? Dieses Umfeld ist derivativ. Ich steige empor. Ja, wir brauchen generell mehr Bevölkerung, denke ich mal. Der Götter. Na, ich merk's gerade, ja. Gut, wir können die ja noch upgraden. Oh nein. Trinken wir einen über den Durst. Die wollte ich eigentlich. Genau. Muss halt aufpassen, ne? Der Trend. Okay. Jetzt so generell so ein bisschen besser wieder verteilt. Wir hätten genug Arbeitskraft für die Dynamitfabrik. Aber wir können sonst nicht leisten. Ich kann sie ja mal blaupausen. So. Oh. Fehler. Spielstand gespeichert. So, und dann... Ich spiele jetzt 8 Stunden am Stück, wussten sie, dass man das Spiel auch abschalten kann. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ach, weil die gerade runterkam oder was? Okay. Gut, also wenn der Gelbe auch noch mitmischt, glaube ich nicht, dass wir uns da groß einschalten müssen. Weißt du? Okay, Dynamit und dann Blaupausen wir noch. Mein Baumenü ist weg. Ja, lad die Map mal neu. Also, du meinst einfach wechseln, oder was? Ja. Okay, jetzt. genau, das ist alles, was wir für Dynamit brauchen. Schiff unter Beschuss. Dann die Geschützfabrik, aber die braucht Strom, ne? Ja. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Na super, das wird zu versenken. Unter Beschuss. Drei oder vier Schäfte. Flieg mal weg, mein Junge.
Tschüss. Ein Schiff wurde zerstört. Was, wieso, wo? Naja, keine Chance, Zerstörer. War es ein Handelsschiff? Ja, ach, leider. Schiff unter Beschuss. Jetzt wird's hart hier, ne? Gut, die farmt. Dann zieh unsere Hauptflotte darüber. Dann scheiß mal auf die Inseln, die wir eingenommen haben. Soll sie wiederholen? Wir müssen unsere Handelsflotte schützen. Ihren Halo geht mir auch schon wieder auf den Sack hier. Mit ihren Schiffen. Erst du, ein neuer Auftrag? Ja, da wollte ich gerade. Jetzt ist schon wieder die Karte weg. Oh. Das Baumenü weg. Die alte Welt. Okay, also da ist die schwierige Schutzfabrik, weil wir Dynamit haben. Die Menschen lassen sie hochleben. Schiff unter Beschuss. Jetzt baut die da unten auf, die dumme. Pioniermaschinen, aber das war für unten gedacht, ne? Hm. Naja. Tons Meute. Ich verstehe halt nicht, das behaupte ich auch wieder, der Computer cheatet. Weil wie konnte die sich aufbauen wieder? Wir hatten alle Schiffe kaputt gemacht von ihr. Indem sie neue Schiffe macht? Ja, aber sie konnte ja gar keine Waren mehr, die ganze Wirtschaft hätte ja zusammenbrechen müssen, weißt du? Das meine ich halt, also. So, vielleicht hat sie nur gepuffert. Hm. Und dann bräuchte sie wenigstens ein paar. Depots, so, ich mache uns jetzt pleite, indem ich die Dynamitfabrik baue, ne? Zack. Und die nächste Fabrik haben wir dann noch Arbeitskraft für. Nein, natürlich nicht. Haben wir nicht. Und die Borste 250. Yay. Arbeitskraft wieder. Das heißt, wir müssen noch was umschubsen. Okay, jetzt haben wir sie. Wie war das? Wir tun das Problem einfach wegmachen, weil jetzt brauchen sie keine Kleidung mehr, weißt du? Eine Arbeitskleidung mehr. Super. Kaffee wollen sie jetzt. Kaffee. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Haben wir ihn überhaupt schon? Du hast gesagt, du würdest schon produzieren. Ja, ich produziere noch, aber ist schon oben. Nee. Die Zeitung ist super. Ja, sieht gut aus. Alles klar, wird veröffentlicht. Ich danke Ihnen. So, was haben wir hier? Blaupausenmodus. Ja, auch du Scheiße. Also 85.000 kostet jetzt die Geschützfabrik. Ne? Das so am Rande. Unterhalt hat die 2.200. Autsch. Einfach ich habe das doofe Gefühl, dass uns demnächst die Wirtschaft um die Ohren fliegt. Warum? Weiß ich nicht. So was sagt denn der Trend?
Ja gut, also wenn die Waren ausbleiben. Sagt, nehmen wir also, fallen. Was? Wo? Ja, tun sie wirklich. Wurst geht. Bier fällt. Nähmaschinen und Bier fallen, das sehe ich jetzt schon. Wo bleibt der Kaffee, ist die nächste Frage. Den tust du, glaube ich, noch nicht rüberschicken, kann das sein? Knallfrosch, wo bist du? Nähmaschinen und Bier. Oh, Bier stagniert doch. Gerade bei mir. Ja, aber die Nähmaschinen. Kommt gerade mit 100 Tonnen Kaffee. Schickst du die alle? Ah, du willst sie unten rumschicken, okay. Alles klar. Ja, und dann muss ich nicht da so dumm rum. Was, dann kann ich die auch aus den Augen lassen. Naja. Okay, dann sollte es nochmal einen Boost geben, wenn der Kaffee da ist. Ansonsten wollen sie halt jetzt Fahrräder. Oder Hochräder heißt das. Das sind auch so Hochräder. So, und die brauchen halt auch wieder Eisen. Und wir brauchen hier Kautschukplantage, das gibt's in der neuen Welt. Also müssen wir Kautschuk holen. Und dann Hochräder bauen halt. Aber das braucht auch wieder Elektrizität. Gut, das könnte man da unten irgendwo noch anzimmern. Ja. Was brauchst du so gerade? So haben wir das schon immer gemacht. Pflegen die Bauern zu sagen. Ja, Blaupause. Aber die Wissenschaft wird den ganzen für Stadterweiterung. Eine größere Stadt, das wird sonst nichts. Meinst du? Ja, guck mal, wir haben nur noch 50 Bauern. Wir können die gar nicht mehr aufrüsten. Gerade mal 13.000 Einwohner. Ja. Oh, bauen wir mal die. Komm, die machen wir mal hier. Die machen wir fertig. Undank ist er. Wir brauchen ja eigentlich keine Bauern mehr. Kriegen die noch genug? Nee. Markt fehlt schon wieder bei denen. Brauchen noch einen Markt eventuell. Oder in welche Richtung wollen wir da? Nö, fehlt nicht. Wenn du es baust, dann geht's. Wenn es anklickst, reicht's nicht. Wenn du es baust, reicht's. Kannst du mal eins bauen, dann siehst du es. Spielstand gespeichert. Hä? Ja, ich sehe, dass man es bauen kann. Okay, also wir könnten jetzt ein Frachtschiff bauen. Macht das Sinn? Aber uns fehlen die Bauern zum Aufrüsten, ne? Welche Bauern denn? Also, hier. Der Marktplatz reicht nicht. Welcher Marktplatz denn? Für die Stadt. Doch, klar, reicht der. Nein. Doch. Guck doch mal bei dem seinen Bedürfnissen, bei den Bauern, ganz in der Ecke. Klick mal einen von denen an und dann bei Bedürfnisse. Es reicht von der Reichweite nicht ganz aus, meinst du? Ja. Dann bau halt noch einen. Pff, kostet ja nichts. Ich meine, klar, irgendwann ist alles mal am Ende. Von der Reichweite. Also wie gesagt, das Frachtschiff ist schweineschnell, kann auch mal abhauen, wenn es beschossen wird. Nachteil halt die Unterhaltskosten von 500, aber teilweise reicht dann wirklich ein Frachtschiff. Ja. Ich guck gerade mal auf Handelsroute in der neuen Welt. Na super. Wir fahren ja genau an der dummen Troller vorbei. Warum fehlen denn jetzt auf einmal 100 Handwerker? Wo? In der Hauptcity. Brennt's? Krankheit. Oh, nee, die Pest. Ich würde halt gerne langsam an die Kanonenproduktion gehen. Na, nicht nur du. Na, wer kann das nicht leisten? Korrekt. Also. Nicht so richtig.
85 kostet das Ding, ey. Ich glotze nochmal die Trends an, aber... Das ist eine Quest. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst... Das muss Ihnen undankbar erscheinen. Ponchos. Ich trage doch jetzt keine Ponchos da hoch. Das ist eine kleine, aber feine Flotte. Also ich glaube, viel mehr brauchen wir nicht, viel weniger auch nicht. Hast du das Schiff in der Handelsroute ersetzt, was zerstört wurde eigentlich? Ja. Okay, super. Dann ist jetzt halt die große, große Frage. Reicht hier wahrscheinlich auch noch hier rechts? Der Kaffee kommt. Sehr gut. Schon wieder oder immer noch? Ne, kommt gerade. Boah, die Hochräder geben mal richtig Schotter, ne? Ja, aber dann verbrauchen wir den Kautschuk. Achso. Dann müssen wir eine neue Welt anbauen. Und wir haben... Keinen Kautschuk. Keine Insel. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hier wäre Kautschuk. Direkt auf der Ecke, die... Gibt sie vielleicht zu kaufen irgendwo, der Kautschuk? Ich habe gerade geguckt, da unten wird ja nur was angeboten für Kaffeebohnen, gekreuzte Kaffeebohnen, episch. Also sie bietet es immer mal wieder an, ja. Da müssen wir da unten aber auch ein Schiff abstellen, was wir uns aktuell nicht leisten können. Ein guter Pirat ist gerade tief. Wir bomben eine Stadt aus. Pff, schaffen wir nicht. Ich stoße mit die also die eine wäre echt geil, genau die hier am Eck sitzt. Ja. Die hat auch jede Menge Öl. Ach Gott, hat die Öl! Alter, hat die Öl! Aber das Problem ist, das sind einfach drei Geschütze. Vier. Ah. Da würde ich warten, bis wir die dicken Schiffe haben, weißt du? Mhm. Okay, ich kann die Fabrik bauen. Ich mach's. Wenn du Süßwassermatrosen versenkt für heute, soll dich der Teufel holen. Oh, kostet halt 2000, ne? Produktionskosten. So ist das nun mal. Kostet 2134, Alter. Da waren wir dann halt die dicken Bummen. Von denen. Also, wir können hier auch pausieren, die Produktion der Motorenfabrik. Wenn wir genug haben, ne? So ist es nicht. Also, aktuell bauen wir ja nichts mit denen. Was haben wir denn? Gut, 28, aber. Also. Die Kanonen, bis das da anläuft, bis da ansatzweise mal welche da wären, dass wir so ein Schiff bauen könnten, da geht noch ein gutes Stück ins Land. Dieses Monitor, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist nicht so knüller. Der ist der Schlachtkreuzer, ist eigentlich ausreichend. Da, wie gesagt, 25, ne? Und 850 Unterhaltskosten. Alter Falle. Was kosten so eine Linienschiff 250. Ach du Scheiße. Da stellst du dir nicht viel von denen hin, ne? Nee. Sind immer noch krank. Ja, noch zum Teil. Jetzt haben wir wieder jede Menge Bauern zum Upgraden. Wahrscheinlich, weil du den Marktplatz da gebaut hast, ne? Schiff unter Beschuss.
Oh, die Inhalo hat wieder. Nee, das ist nur ein Clipper, ne? Wer wird eh verkauft? Ach so. Ja, dann weg damit. Tschüss. Warum geht denn jetzt das so stark runter bei uns hier, die Kohle? Na, 2200, die Fabrik. Achso. Kanonen haben wir denn schon? Eine vielleicht, ne? Zwei. Einerseits brauchen wir die, aber wir können sie uns nicht leisten. Das ist das Problem. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Was immer Sie sagen, Boss. Ich bin unvollendet. Sieht's mit den Nähmaschinenprodukten? Nähmaschinen hast du gesagt, gehen runter, ne? Ich guck mal. Hast du was mit Bier gemacht? Nee. Nö. Nimmt das ab? Nö. Oh, doch. Also stabil. Jetzt steht er dem zu. Stabil, aber Nähmaschinen nehmen ab. Unser Eisen nimmt ab. Wollen wir jetzt stark produzieren? Ach, warte mal, wir sind ja dumm. Wir haben doch Kanonenproduktion, jetzt gibt's keinen Morgen. Stimmt. Gerade mal, wie viele wir noch am Laufen haben. Also einen Puffer würde ich uns schon mal lassen von so 400 oder so. Spielstand gespeichert. Aber wir brauchen da keine 100 Produktionen mehr. Jetzt können wir einen Öltanker rein theoretisch bauen, ne? Könnten wir machen, wenn du Öl verschiffen willst. Aber aktuell reicht das, was wir ja haben. Also nur, wenn wir mehr bräuchten. Da wir aktuell genug haben. Wie gesagt, die reichen genau, um ein Kraftwerk am Laufen zu halten, was wir gerade haben. Zweites Kraftwerk wird dann schwierig, da müssen wir importieren. Kanonenproduktion, die dicken Berthas läuft eigentlich ganz gut an, oder schweres Geschütz. Ist ganz okay. Schon mal wieder ein bisschen mehr Geld, weil wir Produktionen abgerissen haben, die wir nicht mehr brauchen. Wie sieht's mit Eisenerz aus? Haben wir das noch? Es steigt, okay, machen wir mal kurz hier das wieder an. Nee, komm, ich reiß noch eine ab. Zwei Kanonenproduktionen reichen. Also, Kanonengießerei. Schiff unter Beschuss. Achtung, Admiral anwesend. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Der Öltanker verteidigt sich halt auch nicht, ne? Der fährt halt auch nur. Okay, wir brauchen unbedingt mehr Umsatz. Was können wir noch einsparen? Also jetzt könnte ich noch eine Nähmaschinenfabrik aufmachen übrigens. Jetzt haben wir die Ressourcen wieder. Das mache ich mal, komm. Können wir sonst leisten? Weil wir haben wieder ein bisschen mehr Sachen. Wo kommt das ganze Geld her? Ich habe ein bisschen upgraded. Wie upgraded? Die Leute. Aber da haben wir doch keine 500.000 plötzlich, oder? Ah, warte, der hat das zurückgekauft, der Huren. Das ist doch gut, oder? Willst du wieder kaufen? Ja, weiß ich noch nicht. Das kostet 500.000, gibt uns aber 2.000 in Bilanz. Na, mach.
Während du um ein paar Hautfetzen feilst, durchkämme ich die Wälder auf der Suche nach einem Bettvorleger. So, gucken wir mal. Baumstämme nehmen jetzt langsam ab. Okay. Noch ein Holzfällerbaum. Kannst du das erledigen, ohne zu jammern? Was ist es denn? Vorwärts, Marsch! Regenbögen aus Farben. Das war mal eine geile Mission. Nichts zu tun, einfach abgeben. Da unten eine neue Siedlung aufgebaut. Ey, das bin ja mal pissig. Wollen die überhaupt noch Bier später hinaus? Ja, Bier wollen sie wohl immer, oder? Nicht immer. Ingenieure nicht mehr. Tatsache. Aber ich würde ja die Bierproduktion noch ein bisschen ankurbeln, um ehrlich zu sein. Können wir gerne machen, ne? Muss gucken, dass du in einem Radius ist, wenn es geht, ne? Von der Handelskammer da. Also quasi links noch zwei hinbauen dann. Eine Metzerei. Ja, ich bin gerade hier mit dem Bergungsschiff unterwegs. Und ja, komm, da mache ich. Dann mach ich. Ich überlege, ob ich hier vielleicht was Schönes finde, was ich verkaufen kann mal schnell, aber. Spielstand. Sieht nicht so aus, als hätte ich hier noch irgendwas. So, ach so, das ist ja auch doof. Warte mal. Jeder Einzelne wird gerecht werden. Naja gut, das ist eh doof, aber egal. Ups. So, ich guck gerade, wir müssten eigentlich noch genug haben, ne? Hopfen. Ja, ja. Mit Baden drin. Eine könnte vielleicht nicht mehr drin hängen. Na, aber gucken wir. Ah. Na, Moment.
Oh je, Nähmaschinen gehen stark runter, sehe ich gerade. Ich hab gebaut. Okay, dann kommen die bestimmt wieder. Ich guck gleich nochmal nach, aber. Kleidung, Feldhauch, Seife. Hast du bei Seife noch was gemacht? Nein. Okay, müssen wir da noch gucken. Aber ich glaube, wir machen jetzt eh fertig, oder? Ja. Lass mich das Bier gerade noch fertig machen und dann Schluss. Das Material. Ist der noch in der Reichweite drin? Ja, perfekt. Für die Kostenersparnis. So, sich gerade noch ein paar Arbeiter hier akquirieren und dann ist gut. Gar nicht überall Steinstraße, wenn es mal brennt. Achso, die habe ich erst gebaut. Sie entlohnen. Fuck, Arbeitskleidung. Ach ja. Naja, wenigstens sieht die Bilanz jetzt immer besser aus. Oh ja, wie hast du das geschafft? Weiß ich schon noch nicht. Weiß ich nicht, aber es läuft. Die Brillen sind durchgegangen. Echt? Ja, Kaffee ist auch da. Brillen und Kaffee bringen ordentlich, aber richtig viel würden nur die Hochräder bringen. Arbeitskleidung, komm her. Jetzt haben wir ein Problem. Oder wollen wir das hier unten? Ist doch den scheißegal. Ach scheiße, die zweite haben wir nie gebaut. Die zweite Messinghütte steht da noch nicht. Jetzt steht sie. Wir brauchen Arbeitskraft da unten noch. Das möchte ich gerne noch fertig machen, sorry. Nee, alles sonst, gut. Sonst vergessen wir das. Aber dann ist echt Schluss. Ja, ist echt spät. Achso, und ich habe gerade die Motorfabrik schon angehalten, ne? Die was? Motorfabrik, wir haben schon 40 Motoren. Jo. Ein paar können wir ruhig noch gebrauchen, aber jo. Aktuell können wir sie eh nicht ausgeben. Da waren wir bei 3000 gewesen, jetzt sind wir ja bei 7 und das Ding läuft noch. Okay. Arbeitskleidung, komm her. Ist doch dem Schaf scheißegal, ob es da stinkt. Also hoffe ich. Ja. Und das hier noch, okay. Das langweilt sich hier unten nämlich. Hast du irgendwas angehalten bei Flightley? Nee, warum? Wahrscheinlich ist die Arbeitskleidung gerade wieder aufgefüllt worden, kurz. Weil jetzt so plötzlich sieht es wieder gar nicht so schlecht aus. Nee, ich darf nicht upgraden. Na, jetzt ist es gerade wieder zurückgegangen. Okay. Uns fehlen Waren. Wir kümmern uns hier um alles. Ja, die Arbeitskleidung ist. Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt zwei baue, dann ist es wieder zu viel, weißt du? Deswegen, Man muss immer. Ich glaube, wir kriegen kein Schiff mehr gebaut, ne? Erst 15 Motoren. Erst 15 Kanonen. Ist nicht so schlimm.
Kann gucken, dass die Arbeitsteilung hier anläuft und dann. Ja, da geht auch wieder Kleidung. Die Feierlichkeiten sind beendet. Was? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Okay, jetzt müsste ich upgraden können. Immer noch nicht. Der Laden läuft. 96%. Ja, da fehlt noch ein Einwohner. Ja, aber eigentlich ist er jetzt ausreichend. Ist noch nicht ganz angekommen bei den Bewohnern. Naja, komm, wenn es so knapp ist, baue ich noch eine zweite. Weil wenn ich jetzt upgrade, weißt du, die Gebäude, die brauchen ja schließlich auch wieder. Und dann geht's Geheule wieder los. Läuft die nur zu 91%. Kein Kupfer da, kein Messing da. Doch. Komisch. Ah, geht langsam hoch. Darf ich jetzt upgraden? Ja. Zwar komischerweise noch nicht alle. Was komisch ist. Ah, jetzt. So, und ich lasse mal einen ganz kurzen Blick auf den Schnaps. Ich habe eine Vermutung. Naja, bleibt stabil. Gut. Du bist auch soweit, dass wir aufhören können? Ja. Alles klar. So, dann bedanke ich mich schon mal für die lange, lustige Zock-Session. Ja, ich bedanke mich auch. Jetzt ist aber auch mein Akku einfach leer. Ich denke mal, dir ist ähnlich. Nach. Ja, langsam geht die Konzentration noch nicht mehr so. Genau, nach 13 Stunden Anno. Ist auch mal gut. Wir haben es jetzt echt übertrieben. Ich mute dich und mach die Abmoderation. Alles. So, hab ich alles klar gekillt. War keine Absicht. Ja, ein Abend Anno geht zu Ende. Ein Tag Anno. 13 Stunden. Gott, ist das kaputt. Ich kann es nicht anders sagen. Ist das kaputt. Ja. Trotzdem, Spaß hat's gemacht. Schön war's. Der erste Stream ist ja schon als Video abgeschnitten. Und das war jetzt der zweite Teil davon. Des heutigen Tages, des heutigen langen Anno-Tages. Hier machen wir bestimmt irgendwann mal weiter, aber jetzt ist erstmal wirklich Ende Gelände. Mein Akku ist leer. Für alle, die dabei waren oder die es auf YouTube irgendwo nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitz Fuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.